So ein herzliches Hallo und schönen guten Tag zum zweiten Teil des Bosnien-Forums hier in der Heinrich-Böll-Stiftung, zusammen eine Veranstaltung zusammen mit der Südosteuropa-Gesellschaft. Und ich freue mich, dass wir jetzt beim zweiten Teil des Panels auch wieder ein Grußwort haben von der Staatsministerin für Europa und Klima im Auswärtigen Amt, Anna Lührmann, die leider nicht persönlich hier sein kann. Es findet ja auch zeitgleich noch eine Debatte im Bundestag statt, deswegen eine Videogrußbotschaft. Sehr geehrte Frau Überscher, liebe Ellen, sehr geehrter Herr Schmidt, sehr geehrter Manuel Sarrazin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, leider kann ich heute nicht persönlich an Ihrer Veranstaltung teilnehmen. Ich hätte mich sehr, sehr gerne an der Diskussion beteiligt. Allerdings nehme ich heute an einer Debatte zur selben Thematik im Bundestag teil, sodass ich leider nicht bei euch und bei Ihnen sein kann. Dafür bitte ich um Verständnis. Zunächst einmal möchte ich erwähnen, dass der 6. April auch in anderer Hinsicht ein trauriger Jahrestag ist. Er markiert den Beginn des deutschen Balkanfeldzuges im Zweiten Weltkrieg und erinnert uns an die expansive Natur verbrecherischer Diktaturen, eine Erinnerung an Zeiten, die wir längst in Geschichtsbüchern verschlossen glaubten. Vor 30 Jahren aber kam der Krieg erneut nach Bosnien und Herzegowina. Am Ende hatten über 100.000 Menschen ihr Leben verloren. Über 2 Millionen Menschen waren vertrieben und das Land war zerstört. Leider sehen wir auch so viele Jahre später immer noch die Folgen der Kriegsjahre in Bosnien und Herzegowina. Trotz wichtiger Erfolge, etwa die Abhaltung von demokratischen Wahlen und der Abschluss des Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommens mit der EU, kommt das Land auf seinem Weg von Dayton nach Brüssel noch immer nicht recht voran. Schlimmer noch, die politische Lage hat sich in den vergangenen Monaten deutlich verschlechtert. Wir sind mit Sezessionsbestrebungen der Republika Srpska konfrontiert, die auf allen Ebenen versucht, den Gesamtstaat lahmzulegen. Reformen kommen nicht voran, die Spaltungen nehmen erneut zu, im Land werden alte Ängste wach und die Verunsicherung hat sichtlich zugenommen. Das besorgt uns umso mehr vor dem Hintergrund des entsetzlichen russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Gerade in Bosnien und Herzegowina weckt dies schlimme Erinnerungen an das große Leid des Krieges von 1992 bis 1995. Es ist ganz klar, dass wir eine Destabilisierung Bosnien und Herzegowinas nicht zulassen dürfen. Dies hätte schlimme Folgen nicht nur für das Land selbst, sondern für den gesamten westlichen Balkan, für eine Region, die wir in der Europäischen Union eng an uns und an unsere Werte binden wollen. Und deshalb hat die neue deutsche Bundesregierung sich sehr früh und sehr klar eingelassen und auf Gegenmaßnahmen der EU gedrungen. Wir halten Sanktionen gegen diejenigen, die diesen destruktiven Sezessionskurs zu verantworten haben, das heißt vor allen Dingen Milorad Dodik und seine Unterstützerinnen und Unterstützer, für richtig. Die Bundesministerin Baerbock hat dies bereits im Dezember klar angesprochen. Die Bundesregierung setzt sich weiterhin dafür ein, den in der EU notwendigen Konsens dafür herzustellen. Deutschland prüft aktuell, die bilaterale Unterstützung für die Republika Srpska zurückzuhalten. Gleichzeitig setzen wir uns gegenüber der EU und anderen Gebern für eine stärkere Konditionierung von Mitteln ein. Die EU-Kommission hat bereits 2 große Infrastrukturprojekte mit Beteiligung der Republika Srpska auf Eis gelegt. Ein wichtiger Teil unseres Engagements bleibt die uneingeschränkte Unterstützung des Hohen Repräsentanten Christian Schmidt. Auch EUFOR Althea sehen wir als einen wichtigen Stabilisierungsfaktor. Aktuell prüfen wir eine erneute deutsche Beteiligung an der Operation. Der westliche Balkan steht hoch auf unserer Agenda. Die erfolgreiche Integration der Region in die EU ist für uns der Garant für Frieden und dauerhafte Stabilität. Beides sind Errungenschaften, die, wie wir gerade sehr schmerzlich erfahren, leider auch in Europa nicht als gegeben vorausgesetzt werden dürfen. Deshalb war Bundesministerin Baerbock Anfang März in Sarajevo, Pristina und Belgrad. Und deshalb bist du, lieber Manuel Sarrazin, von der Bundesregierung zum Sondergesandten für die Staaten des westlichen Balkans ernannt worden.
Damit wollen wir dieser Region noch mehr Aufmerksamkeit widmen und uns noch stärker engagieren. Du warst auch gerade in der letzten Woche wieder vor Ort in Sarajevo und in Brčko. Das ist sehr wichtig, denn wir müssen und wir wollen in dieser wichtigen Region stärker präsent sein. Sehr geehrte Damen und Herren, die Gefährdung der Souveränität und der territorialen Integrität ist nicht die einzige Herausforderung für Bosnien und Herzegowina. Klientelismus, Korruption und Patronagenetzwerke sind endemische Probleme. Sie beeinflussen politische und wirtschaftliche Entscheidungen auf allen Ebenen. Es ist offensichtlich, dass Teile der politischen Elite nationale und spalterische Rhetorik instrumentalisieren, um dieses System für ihren Machterhalt zu nutzen. Die Folge ist, dass die Menschen mit den Füßen abstimmen und zu großer Zahl das Land verlassen, da sie dort für sich und für ihre Kinder keine Perspektive sehen. Bosnien und Herzegowina möchte so rasch wie möglich den EU-Kandidatenstatus. Das unterstützen wir. Allerdings müssen hierfür die notwendigen Voraussetzungen erfüllt werden. Und leider kommt das Land bei den notwendigen Reformen viel zu langsam voran. Als jüngstes Beispiel ist das Scheitern der Verhandlungen über die Verfassungs- und Wahlrechtsreform zu nennen. Die Dringlichkeit dieser Reform liegt wirklich auf der Hand. 13 Jahre nach dem wegweisenden Sedic-Finci-Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte gibt es weiterhin eine große Diskriminierung im Wahlrecht. Wichtige Empfehlungen von ODIHR zur Verhinderung von Wahlmanipulation sind immer noch nicht umgesetzt. Es ist, um es offen zu sagen, ein ziemliches Armutszeugnis für die politische Klasse dieses Landes, dass es immer noch nicht gelungen ist, diese Missstände im Interesse der Bürgerinnen und Bürger und einer demokratischen Kultur endlich zu beseitigen. Für alle Aspekte der Wahlrechtsreform darüber hinaus gilt, die Reform darf die ethische Spaltung des Landes, die ethnische Spaltung des Landes nicht vertiefen. Auch der Verhandlungsprozess sollte transparenter sein. Und ebenso klar ist, auch wenn die Wahlrechtsreform für die nächsten Wahlen nicht mehr rechtzeitig kommt, die Wahlen müssen, wie geplant, im Oktober stattfinden. Eine Verzögerung oder eine Blockade oder ein Boykott der Wahlen sind vollkommen inakzeptabel. Die Menschen müssen ihr demokratisches Recht zur Wahlausübung wahrnehmen können. Daneben gibt es unzählige andere Reformen, vor allem im Rechtsstaatsbereich. Hier fehlt aktuell leider der politische Wille, um voranzukommen. Man hat wirklich den Eindruck, dass sich zu viele führende Politikerinnen und Politiker sehr gut mit dem Status quo arrangiert haben. Das führt zu einer Stagnation und zu einem Stillstand bei den Reformen zulasten des Landes und seiner Bevölkerung. Das ist wirklich traurig. Denn der Weg in die Europäische Union wird sich mit Trippelschrittchen nicht bewältigen lassen. Wir sind bereit, das Land und die Reformkräfte auf dem Weg in die EU zu unterstützen. Die Verantwortung für die Umsetzung der notwendigen Reformen liegt aber bei den politischen Akteuren vor Ort. Und wichtige Voraussetzung für Frieden und Fortschritt bleibt hier auch der Ausgleich und die Versöhnung unter den Volksgruppen. Statt Versöhnung sehen wir doch mit Sorge, dass sich die Gräben eher wieder vertiefen. Vergangenheitsbewältigung ist eine Voraussetzung für ein friedliches Miteinander in der Zukunft. Ich bin beeindruckt von dem zivilgesellschaftlichen Engagement in Bosnien und Herzegowina in diesem Bereich, auch durch Menschen, die durch die Leiden des Krieges in besonderem Maße betroffen waren. Ich denke da unter anderem an die Mütter von Srebrenica, die sich trotz ihrer eigenen leidvollen Erfahrung für Versöhnung und für Ausgleich engagieren. Aber auch an junge Menschen im Lande, wie die Trägerin des Deutsch-Französischen Menschenrechtspreises, Aina Justić. Versöhnung ist in besonderem Maße Aufgabe und Verantwortung der Politik. Von diesen Positivbeispielen können und sollten sich Verantwortungsträgerinnen inspirieren lassen. Nur durch entschlossenes Handeln wird dem Land und seinen Bewohnerinnen und Bewohnern eine bessere Zukunft geboten. Sehr geehrte Damen und Herren, Bosnien und Herzegowina steht vor vielen Herausforderungen. Mit unseren Partnern in der EU und darüber hinaus, vor allem mit der aktiven Zivilgesellschaft in Bosnien-Herzegowina, werden wir das Land bei der Bewältigung dieser Herausforderungen weiter unterstützen. Dabei lassen wir uns nicht von der behaupteten Komplexität oder einer vereintlichen, in Stein gemeißelten Dysfunktionalität des Landes abschrecken. Reformen sind mit politischem Willen auch in Bosnien und Herzegowina möglich. Das zeigt sich ja auch auf der lokalen Ebene immer wieder. Auch wenn es zurzeit weit weg scheint, wir glauben an eine gute Zukunft
für Bosnien und Herzegowina, perspektivisch auch in der EU. Und dafür wird sich die Bundesregierung weiterhin mit aller Kraft und gemeinsam mit Ihnen und unseren Partnern vor Ort einsetzen. Vielen Dank. Ja, danke schön. Ich begrüße hier auf dem, oder kann nicht sagen auf dem Panel, sondern hier in dieser Runde, in diesem Fishbowl, Botschafterin Susanne Schütz, das ist jetzt Beauftragte für Südosteuropa, die Türkei, OSZE, den Europarat im Auswärtigen Amt. Neben ihr sitzt Sabina Čudić. Sie ist Vorsitzende des Hauptausschusses der Partei Naša Stranka, was so viel heißt wie unsere Partei. Und sie ist Abgeordnete im Parlament der Föderation von Bosnien und Herzegowina. Dann den Dekan der Fakultät für Politikwissenschaften der Universität Sarajevo, Sead Turcalo. Samir Beharic, Jugendaktivist oder hat sehr, sehr viele, ist in sehr vielen Bereichen unterwegs. Deswegen ganz kurz Jugendaktivist und Doktorand an der Universität in Bamberg, der auch schon auf dem ersten Panel war. Und daneben Milica Malešević. Sie kommt von der Uni in Banja Luka und ist auch politisch engagiert in Pokret Pravde, in der Bewegung für Gerechtigkeit. Und dann sehen Sie hier noch zwei leere Stühle. Das ist wieder wie im ersten Panel. Sie sind alle sehr herzlich eingeladen, sich dazuzusetzen, mitzudiskutieren, Fragen zu stellen. Das gilt auch für alle, die online zugeschaltet sind. Bitte auch Fragen stellen, die kommen hier auch an. Samir, wir hatten dich gebeten, auch hier bei dem zweiten Panel mitzumachen, um auch so die Brücke zu schlagen von dem, ja, ich will es mal sagen, von den politischen Akteuren in die bosnische Wirklichkeit hinein. Was ist denn deine wichtigste Erkenntnis aus dem ersten Panel? Was ist dir da so hängen geblieben? Naja, vor allem, das ist, vielen Dank auch für die Einladung auch in den zweiten Panel. Ich hoffe, dass die Leute hier werden mich nicht hassen, weil sie mich auch jetzt am zweiten Panel hören müssen. Aber in dem ersten Panel, was mir also hängen geblieben ist, ist tatsächlich die Sachen, die wir von der EU-Kommissions Official gehört haben. Und das ist auch, was das auch in Bosnien-Herzegowina resoniert, im Sinne, dass da gibt es irgendeine Lücke zwischen den EU-Officials im Lande, aber wie wir jetzt gesehen haben, auch EU-Officials in Brüssel und zwischen Zivilgesellschaft und ordentlichen Bosniern, die in Bosnien-Herzegowina wohnen und leben. Und deswegen wahrscheinlich einen der nächsten Schritte auch für Deutschland sein würde, ist genau mit den EU-Kommission-Beamten, Officials, als irgendeine Mediation zu starten, damit die auch uns, nicht nur junge Leute, sondern Zivilgesellschaft generell an den Tisch nehmen, weil da gibt es auch Plätze an den Tisch, wo nicht nur Nationalisten teilnehmen sollten. Deswegen würde ich sagen, das war auch irgendetwas, leider habe ich das am meisten so im Kopf behalten. Das auch spricht sehr viel, weil wir sehen sowas Ähnliches auch in Bosnien-Herzegowina. Deswegen habe ich ja auch gesagt, dass das gar nichts Neues ist, was wir gesehen haben, was wir hier darüber diskutiert hatten. Und ich hoffe wirklich in den nächsten Jahren auch die EU-Leute werden das auch zur Kenntnis nehmen und die Zivilgesellschaft, die Leute, die nicht so direkt engagiert sind im nationalistischen Parteien, die den gerade Status quo behalten wollen, nicht so direkt oder so viel mit denen im Kontakt sein werden. Ja, das stimmt. Es gab da so ein Perzeptions- oder eine Diskrepanz zwischen dem, was man in Bosnien fühlt oder wie die Verhandlungen gelaufen sind und das, was bei der EU-Kommission oder von der EU-Kommission hier angekommen ist. Frau Čudić, Sie waren auch nicht bei den Verhandlungen mit dabei als Naša Stranka. Naša Stranka ist eine der Parteien, die eine
Verfassungsänderungsvorschlag vorgelegt hat, der auch sehr weitgehend ist, der nicht zur Verhandlung kam, wenn wir überhaupt richtig wissen, was auf dem Tisch lag. Woran lag das, dass Ihr Vorschlag oder der Vorschlag der Partei nicht verhandelt wurde? Vor allen Dingen möchte ich sagen, dass die Partei Naša Stranka als Initiativ teilgenommen hat an diesen Verhandlungen. Das heißt, wir waren der Ansicht, dass der Vorschlag von der Partei Naša Stranka tatsächlich sich auf dem Verhandlungstisch wiederfindet. Und zum ersten Mal habe ich auch persönlich teilgenommen an diesen Verhandlungen. Und ich möchte hier ganz offen sagen, dass zum ersten Mal mich tatsächlich die Politik der internationalen Staatengemeinschaft in Bosnien-Herzegowina mehr besorgt als die nationalistische Politik der heimatlichen Parteien, die mich eigentlich eher besorgen müssten, von denen ich eher betroffen bin. In dem Sinne, dass ich denke, dass diese Diskrepanz tatsächlich sehr gefährlich ist zwischen dem, was angeblich, wofür man sich einsetzt seitens der internationalen Staatengemeinschaft und vor allen Dingen an Seite von Brüssel, wo vor allen Dingen auch die Politik aber der USA sich sehr stark ändert. Also Diskrepanz zwischen dem, was quasi behauptet wird, was tatsächlich die Prinzipien der Verhandlungen sind und was eigentlich das Wesen ist. Ich muss das ganz brutal so sagen, dass man versucht hat, seitens der internationalen Staatengemeinschaft mit der Naša Stranka so zu handeln, dass wir praktisch, wenn wir dieses ethnische Modell Unterstützung, wir tatsächlich dieses Integrity Package bekommen könnten im Sinne der elektronischen Abstimmung und der Wahlreform und so weiter. Wobei eigentlich der Schutz des Wahlprozesses und vor allen Dingen, wenn es darum geht, Wahlbetrug und Wahlstimmen zu verhindern, dass Wahlstimmen gestohlen werden, dann ist das natürlich keine ideologische Frage. Das sollte eigentlich die grundlegende Bedingung dafür sein, dass demokratische Wahlen überhaupt abgehalten werden. Und da haben wir gesehen, dass unser Vorschlag, als es in die letzte oder vorletzte Runde ging, der Verhandlungen, die in Neum stattfanden, ich glaube, das war doch ziemlich tatsächlich problematisch in einem System, in einem Land mit tatsächlich destabilisierten System noch mehr zu destabilisieren, indem man diese Verhandlungen tatsächlich in einem solchen Sommer sozusagen Ferienort abhält und nicht im Parlament selbst. Das zeugt davon, dass man selber gar nicht glaubt an diese Vorschläge. Und wir wollten einen Termin bekommen, eigentlich wann wir unser Modell von Naša Stranka präsentieren könnten. Und Sie können mich korrigieren, wenn ich da falsch liege. Aber ich glaube, das ist am ähnlichsten letztlich dem Modell der bürgerlichen Versammlung. Hat man mir gesagt, dass man nicht garantieren kann, dass unser Modell tatsächlich diskutiert würde. Wenn wir freitags um 3 einen Termin bekämen, dann könnten ganz bestimmt nicht die Vertreter der Venezianischen Kommission daran teilnehmen. Und da war es uns sehr wichtig, dass Sie tatsächlich daran teilnehmen und das hören, denn wir wussten, dass das wichtig wäre, um das jetzt nicht zu monopolisieren, die Diskussion hier. Es war unsere Ansicht, dass wir gedacht haben, dass wir den Bürgern und der internationalen Staatengemeinschaft die Botschaft zuteilhaben werden sollten, dass dieser Prozess eigentlich kompromittiert war. Die Teilnehmer waren kompromittiert. Es gab eine Diskrepanz zwischen dem, was man behauptet hat und dem, was tatsächlich hinter verschlossenen Türen vonstatten ging. Und dass eigentlich unsere Verhandlungsposition, dass wir praktisch eigentlich nur auf die kompromittierte Position hinweisen wollten. Herr Turcalos, ja. Sie waren vor ein paar Tagen auch Panelist auf einer Veranstaltung in Sarajevo, wo Sie sagten, die EU macht immer wieder dieselben Fehler und alte Fehler und verrät ihre Werte. Welche Rolle für die EU sehen Sie in Bosnien und Herzegowina oder welche Rolle würden Sie sich wünschen von internationalen Akteuren in Bosnien und Herzegowina? Gibt es da überhaupt noch eine positive Rolle für internationale Akteure? Ja, das sind alles Tatsachen, die wir versuchen irgendwie zur Seite zu schieben,
oder die wir als antidemokratisch irgendwie wahrnehmen. Bosnien-Herzegowina ist eigentlich ein Land der geteilten Souveränität, wo durch den Daytoner Friedensabkommen eine Verfassung gegeben wurde, wo die eigentlich die einheimischen Akteure ihre Souveränität teilen müssen. Das hat auch das Verfassungsgericht schon in den 90ern bestätigt. Und der hohe Vertreter, leider schade, dass er jetzt in dieser Runde nicht mit dabei ist, er muss verstehen, dass er auch ein Teil des bosnischen Politiksystems ist und sich auch so verhalten muss. Und nicht, dass er nicht noch eine weitere blockierende Institution ist oder sich selbst blockierende Institution darstellt. Das müsste er verstehen, der hohe Vertreter. Das wäre sehr wichtig. Und das, was im Kontext dieser geteilten Souveränität wichtig ist, ist auch die Rolle der EU, eine Art von einer Exit-Strategie aus dieser geteilten Strategie zu schaffen in Richtung volle Souveränität. Hier muss vor allen Dingen geschaut werden, dass das, was wir jetzt schon ein paar Mal gehört haben, schon auf dem vorhergehenden Panel, dass wir die europäischen Standards hier nicht nur rein technisch sehen, sondern auch inhaltlich sehen und durchsetzen. Also die Essenz der europäischen Standards müssen gewahrt werden. Wir haben schon längere Zeit, man könnte fast sagen, seit 2006 eigentlich, haben wir sehr famos versucht, haben wir unsere Interessen eigentlich nicht durchsetzen können. Es gibt da verschiedene Interessen. Russland hat ein großes Interesse, USA, China natürlich und die EU. Und wenn die Europäische Union die meisten Instrumente eigentlich hat, um hier Einfluss auszuüben in Bosnien-Herzegowina, so muss man sagen, dass es sie leider am wenigsten nutzt im Vergleich zu den anderen Akteuren. Das heißt, es geht hier eigentlich nur um eine Art von Produktion eines fiktiven Konsens zwischen der Europäischen Union und den europäischen Vertretern in Bosnien und den einheimischen politischen Akteuren über die europäische Integration. Und das ist eine gewisse Art von Konsens, der erreicht wird, aber fiktiv leider. Das heißt, wo kann man das am besten sehen, am Beispiel? Das sieht man zum Beispiel bei den Äußerungen der Vertreter des Präsidiums von Bosnien-Herzegowina, Herrn Čović und anderen Vertretern gegenüber dem Europäischen Parlament und so weiter. Das heißt, es gab die Situation, dass alle gesagt haben, dass sie für eine europäische Integration sind, für einen beschleunigten Weg Richtung Europa von Bosnien-Herzegowina. Trotz alledem gibt es die Hate Speech. Herr Čović hat ein Modell präsentiert, nachdem Bosnien-Herzegowina eigentlich wieder zurückkehrt zu Postulaten, die in der Republik Südafrika während der Apartheid herrschen. Das heißt, es geht darum zu definieren, was ist ein Bosniake, ein Kroate und so weiter, um hier zu schauen, es geht nur um die legitime Vertretung dieser Nationen sozusagen. Aber das heißt, niemand hat darauf reagiert. Und das ist eine Dimension. Das heißt, die europäischen Standards sind hier nur leere technische Hülsen. Und zum Zweiten ist die Bereitschaft der Europäischen Union des Hohen Vertreters in Bosnien, sie müssten eigentlich über eine zivilisatorische Frage genau diskutieren, dass hier wirklich die Gesetze verändert werden, zum Beispiel die des Strafgesetzes, die das Verneinen und Verleugnen des Genozids verbieten. Das muss erstmal im Parlament diskutiert werden, dass im Parlament diskutiert wird über etwas, was ganz klar sein muss eigentlich. Stellen Sie sich vor, hier würde man im Bundestag so reden, wenn jeder an einer der hohen Vertreter der deutschen Politik agieren würde. Das heißt, die Europäische Union versucht zwar, ihre wichtigsten Standards, ihre zivilisatorischen Standards in Bosnien
passen, aber sie schafft dabei nur technische Forderungen, die gar keinen Einfluss auf die inhaltlichen Veränderungen in Bosnien und Herzegowina haben. Das heißt, ich weiß ja gar nicht, wer hier mehr Schuld hat, ob nun die nationalen Akteure und Politiker oder mehr die internationalen. Aber die internationalen politischen Akteure müssen sich bewusst sein, dass das alles auch ein Teil des politischen Systems in Bosnien ist. Und sie können nicht wegen kurzfristiger diplomatischer Erfolge, das hat die Sabina schon gesagt, andere Dinge nicht so genau und ernst nehmen. Das heißt, das sind nur, ja, es wird ja eigentlich nur, es werden ja nur Phrasen eigentlich ausgetauscht und es wird alles, was die europäische Gerichte und so weiter verlangen, dass sie das annehmen in Bosnien-Herzegowina. Aber ich möchte einfach nur sagen, dass man in Verhandlungen auch über die Wahlreform davon ausgehen muss, dass die europäische, das ökumenische Dokument, der über die Menschenrechte und das Dayton-Abkommen nicht, dass das Dayton-Abkommen nicht der Grundlage sein soll, sondern die europäische Menschenrechtscharta. Das heißt, hier muss klar geschaut und kontrolliert werden, ob die einheimischen Akteure in Bosnien wirklich diese Apartheid, wie ich das nennen würde, überwinden wollen hinsichtlich der Nationalitäten ihrer Bürgerinnen und Bürger. Vielleicht gleich eine Frage an Frau Schütz. Die Vorgängerregierung hat Christian Schmidt als Hohen Repräsentanten nominiert. Die jetzige Regierung hat einen Sondergesandten für den Westbalkan beauftragt, Manuel Sarrazin. Es soll eventuell wieder Bundeswehr nach Bosnien kommen, um dort die EUFOR oder die Althea-Mission zu verstärken. Wie sieht denn inhaltlich die Strategie aus, abgesehen von Leuten und von Personal? Welche Strategie oder welche Politik möchten Sie in Bosnien und Herzegowina verfolgen als Bundesregierung? Und vielleicht noch, weil wir bei internationalen Akteuren waren. Gestern hat der Sondergesandte der US-Regierung für den Westbalkan, Gabriel Escobar, in Zagreb gesagt, das, was einige internationale Akteure vertreten, dieses Bürgerkonzept, darüber könne man dann vielleicht mal reden in Zukunft, wenn Bosnien-Herzegowina Mitglied der EU ist. Bis dahin gilt das Dayton-Friedens-Agreement, eben anders als Herr Turteler vorschlägt, mit den drei konstituierenden Völkern. Was ist denn, ist das auch die, oder was setzen Sie dem entgegen? Also ich fange mit Ihrer ersten Frage an und möchte da ein bisschen ausholen. In der Tat, die Vorgängerregierung hat Herrn Schmidt nominiert und jetzt haben wir Herrn Sarrazin. Das zeigt, dass wir und insbesondere auch die neue Bundesregierung dem westlichen Balkan mehr Aufmerksamkeit geben wollen, als es in den letzten Jahren der Fall war. Wir sind der Meinung, dass mehr getan werden muss, um den westlichen Balkan so fest wie möglich an die EU zu binden und die EU-Perspektive, die ja nun schon seit 2003 besteht, nun auch wirklich umzusetzen. Wir halten das für ganz besonders wichtig, gerade auch vor dem Hintergrund des Kriegs, den Russland in der Ukraine führt, und auch vor der Einflussnahme dritter Akteure, einschließlich Russlands, gerade auch auf dem westlichen Balkan, weil dort eben Schwächen sind, und Bosnien-Herzegowina zählt sicherlich zu den schwächeren Ländern auf dem westlichen Balkan, und diese Schwächen können eben auch leicht ausgenutzt werden. Das heißt, es geht uns wirklich darum, die Länder an die EU anzubinden, das heißt aber insbesondere eben auch an die Standards und Werte der EU. Das ist uns in der Tat ganz besonders wichtig. Und da komme ich dann auch auf die zweite Frage, wie wir das denn jetzt eigentlich machen wollen. Und ich kann eigentlich meinem Kollegen Gabriel Escobar insofern nur recht geben, Dayton gilt.
Ich glaube, das muss man einfach akzeptieren. Aber ich fand aus dem letzten Panel sehr gut, was Herr Flessenkämper gesagt hat, und Sie haben es ja auch noch mal zu Beginn dieses Panels wiederholt, dass die Verfassungsänderung möglich ist und Reformen sind möglich. Und ich glaube, das ist ganz besonders wichtig, dass man unbedingt, gerade in Bosnien-Herzegowina, die Politik wieder voranbringen muss. Die Blockaden müssen aufgehoben werden und Reformen müssen auch umgesetzt werden. Es gibt die 14 Schlüsselprioritäten der EU, die sind ganz wichtig. Und wir, Deutschland und die EU, wir wollen, dass Bosnien-Herzegowina da weiterkommt. Und insofern habe ich auch die Kollegen des Europäischen Auswärtigen Dienstes verstanden, dass sie gesagt haben, wir wollen jetzt im Wahljahr 2022 Reformen machen, um auch den Wahlprozess besser und integrer zu gestalten. Im Einzelnen ist ja hier schon viel darüber diskutiert worden, aber natürlich ist für uns und gerade auch für die neue Bundesregierung ganz wichtig, dass wir die Länder des westlichen Balkans und ganz besonders auch Bosnien-Herzegowina so reformieren, dass die Reformen dementsprechend, was wir auch in der EU haben wollen, und das ist natürlich demokratische Standards und auch Wahlen, wie wir sie für richtig halten, nämlich jetzt one man oder one woman und one vote. Und ich denke, das ist eine Aufgabe, wo wir als EU vor allen Dingen natürlich die Akteure in Bosnien-Herzegowina selbst unterstützen müssen. Und da sage ich ganz klar, natürlich sind es nicht nur die drei großen oder zwei in dem Fall, Jovic und Izetbegovic, sondern es schließt alle ein, einschließlich auch der Zivilgesellschaft. Und ich denke, hier müsste sicherlich auch seitens der Bürger von Bosnien-Herzegowina mehr gemacht werden, damit sie auch nicht nur den Parteien HDZ und SDA das Feld überlassen. Ich glaube, das ist etwas, wo wir gerne auch Sie unterstützen würden. Und Sie wissen, Sie haben es erwähnt, Ministerin Baerbock ist nach Sarajevo gereist, obwohl sie im Moment ständig in Brüssel bei NATO und auch EU-Sondersitzungen ist, wegen des Kriegs in der Ukraine. Sie hat sich aber ausdrücklich die Zeit genommen, weil sie in Bosnien-Herzegowina auch sagen wollte, wie wichtig uns das ist, und weil sie dort auch mit anderen Parteien im Parlament gesprochen hat. Sie hat mit der Zivilgesellschaft gesprochen, Mütter von Srebrenica. Sie hat auch mit Bürgermeistern gesprochen, weil wir ganz gezielt nicht nur mit den politischen Führern sprechen wollen, mit den 1, 2, 3, sondern auch mit allen Akteuren. Und deswegen kann ich es auch nur begrüßen, dass Sie hier dieses Panel veranstalten. Ich hoffe, wir haben gemeinsam viele gute Ideen, wie das auch umsetzbar ist. Ich glaube, an Ideen mangelt es uns hier nicht. Ich möchte mal, Frau Malešević, Sie sind in Banja Luka, Sie arbeiten in Banja Luka, Sie engagieren sich auch dort in Banja Luka in der RS. Wie sieht es denn dort aus? Also welche Freiräume gibt es oder welche Möglichkeiten für politische Änderungen in diesem System gibt es? Oder gibt es nicht? Ja, vielen Dank dafür, dass Sie mich eingeladen haben. Ich möchte wirklich hier sagen, dass ich mich nicht als Politikerin fühle. Ich möchte hier einfach im Namen der Bürgerinnen und Bürger von Bosnien-Herzegowina sprechen, denn mein politisches Engagement ist eigentlich relativ kurz erst. Bei den Lokalwahlen in Bosnien-Herzegowina bzw. in Banja Luka haben wir als Vertreter der Bewegung für die Gerechtigkeit sind wir aus einem e.V. hervorgegangen, und ich möchte sagen, dass der Vater des ermordeten David schon einige Tage vor dem Gebäude der Generalstaatsanwaltschaft Bosnien-Herzegowina demonstriert. Das ist eigentlich ein Symbol dafür, für den Kampf von Bürgern von Bosnien-Herzegowina für ihre Rechte, die absolut nicht alle Prinzipien
alle Prinzipien bzw. alle Rechte, die ihnen genommen sind. Das heißt, wenn sie hier irgendwo etwas möchten, an irgendwelche Institutionen, an die Türen von Institutionen klopfen, sehen sie, es gibt keinerlei Unterstützung. Das ist das Grundproblem von Bosnien-Herzegowina, dass die Bürgerinnen und Bürger einfach das Vertrauen in ihre Institutionen verloren haben, in jeglicher Art und Weise. Und das heißt, zum Beispiel bei der Justiz, ich weiß nicht, wie viele Beispiele es da schon gibt und wie viel das alles schon veröffentlicht und ist, wie viel das hier auch durch die Medien vielleicht bekannt ist. Wir haben da wirklich absolut, wir sind alle Zeugen, dass die Probleme in Bosnien-Herzegowina in dieser Korruption liegen, in dass einfach das alles, dass die Institutionen auch sozusagen in Geiselhaft genommen wurden oder missbraucht werden. Das heißt, alles, was hier heute schon gesagt wurde, damit bin ich damit einverstanden, dass der Präsident unserer Entität absolut alle Sanktionen auch verdient, wie auch alle seine anderen Kolleginnen und Kollegen, wenn man das so sagen kann, aus der zweiten, anderen Entität. Das heißt, diese Erhaltung dieses Status quo, diese Erhaltung dieses Status quo der Teilung von Bosnien-Herzegowina paralysiert einfach die Bürgerinnen und Bürger und alle anderen politischen Möglichkeiten und Tätigkeiten und Aktivitäten. Das heißt, da wird einfach eine Botschaft nach Bosnien-Herzegowina ausgesandt. Das heißt, man kann einfach die Nationalitätenkonflikte wieder aufkochen und damit einfach alles wieder so halten, wie es war. Das wäre vielleicht von mir als allererstes eine kurze Einschätzung. Ich persönlich hatte schon die Möglichkeit, das selbst zu erfahren. Diese Lähmung der Justiz, das ist eigentlich auch eines der vielen Wurzeln des Problems. Das geht weiter über die Bildung und über verschiedene andere Arten. Sie können kein Lehrer sein in Bosnien-Herzegowina. Also ich komme selbst aus dem Bildungswesen und kann sagen, das Schlimmste dort ist, dass der Präsident unserer Entität öffentlich gesagt hat und über alle Medien gesagt hat, dass es egal ist, was man weiß als Studentin und Student, was man alles kann, wenn sie nicht die Angehörigen einer bestimmten Partei sind. Und ich selber komme aus dem Bildungswesen und ich frage mich dann natürlich, was ist das für eine Farce? In welchem System leben wir überhaupt? Wo mache ich hier mit? Samir, ich sehe dich nicken die ganze Zeit. Du bist in Jajce. Jajce ist eine kleine Stadt in Zentralbosnien. We have a little city in Central Bosnia with ich mag das Wort nicht, aber different, man muss es nutzen, wenn man über Bosnien spricht oder über die Situation Bosnia, spricht, you have to use it, however, ethnic groups. Und Jajce wurde deswegen auch bekannt, Schülern gelungen ist, die Teilung ihrer Schule zu verhindern. Stop the splitting of their school, the separation of the school by ethnic principles. So how split is Bosnia? Can a change be triggered by the civil society, and what support would it need? Thank you for that question additional comment da gibt as well es manche on the education Wende, system. There are some gefährlicher sind als die materielle Wände. Das sind die Wände im Köpfen von Jugendlichen. Und die Wände sind noch sehr problematisch als die Wände, die Schüler und Schülerinnen zwischen in der zwei Schulen unter einem Dach voneinander trennen. In Bosnien-Herzegowina, in Bosnien-Herzegowina, wie ich erwähnt habe, in den ersten Panel haben wir 56 Schulen, die getrennt ethnisch segregiert sind in Föderation Bosnien-Herzegowina, also eine Hälfte. Und dann fragen mich die Leute, okay, und was ist mit Republika Srpska? Gibt es in Republika Srpska zwei Schulen unter einem Dach? Nee, gibt es nicht. Und dann sagen die, naja, ist das nicht toll? In der Republika Srpska gibt es eine Schule und das ist Dodiks Schule. In der Schule lernt man, dass Mladic, Karadžić, Draža Mihajlović gar keine Kriegsverbrecher waren, sondern dass die heute Helden sind. Und deswegen hat man auch diese Murals
Überall in Republika Srpska, auch in Serbien, kann man die erkennen, sehen. Deswegen haben wir auch junge Politiker, die, ich würde nicht sagen, dass die nationalistisch sind, die sind Faschisten. Der neue Bürgermeister von Banja Luka ist ein Faschist. Und das sollte man so sagen. Also das sind die Leute, die sagen, dass Draža Mihajlović oder Ratko Mladić, dass die Helden sind. Also in dem Fall, für die Leute, dass wir die Leute beschreiben mit Nationalisten, wäre ein Nicken sein, um so zu sagen, okay, macht weiter. Im Jajce, und das ist eine, junge Leute und haben zuerst, also die haben gar keine Hoffnung mehr, richtig? Und die haben auch, ich will nicht sagen Mut, sondern die wollen sich nicht so viel engagieren. Wieso? Weil sie sehen, dass kritisches Denken, wenn irgendjemand protestiert, kritisch denkt, irgendjemand, ein Professor an der Uni, in der Mittelschule, Grundschule, wird ihn oder sie auf den Kopf hauen. Und deswegen sagen die Leute, okay, nicht, es ist besser für mich, dass ich zu Hause bleibe. Die Mütter und Väter, die sagen auch, also meine Mutter hat mir immer so gesagt, also Samir, wieso du? Wieso immer wieder, wieso bist es immer wieder du, der protestiert? Also mein Bruder, der hat unsere Mutter so ganz, ganz lieb gehabt und der hat nie so protestiert. Und 95% der Jugendlichen, die ich kenne, die gar nicht protestieren. Deswegen sage ich an die jungen Leute in Bosnien, hört nicht auf eure Eltern, wenn die sowas sagen. Die jungen Leute in Jajce haben glücklicherweise nicht auf ihre Eltern gehört, wenn sie gesagt haben, okay, protestiert nicht gegen eine Idee, nationalistischer Idee, die in 2016 so erschien, die Idee, dass die Politiker in Jajce, die wollten zwei integrierte Schulen ethnisch segregieren. Weil es ist sehr einfach. Die sehen, dass die Effekte von ethnisch segregierter Schulen und ethnisch segregierten Gesellschaft Produkte geben. Und die Produkte sind, dass die Leute im Power bleiben. Zwischen 2016 und 2018 hatten wir so ein Movement, ein Jugendmovement, die sich gegen die Segregation von Schulen gekämpft hat. Und in 2018 haben wir das geschafft. Und die Jugendlichen haben Politiker gefragt, wie kommt es dazu, dass ihr, die in ehemaligen Jugoslawien zusammen zur Schule ging, wie kommt es dazu, dass ihr jetzt unsere Generation segregieren wollt? Und die haben sich dagegen gekämpft für 2 Jahre lang, und in 2018 haben wir was hat uns was gelingen, dass wir nie zuvor in Bosnien-Herzegowina gesehen haben, und das ist zwar, dass die jungen Leute, die 16, 17, 18, 19, 20 waren, direkterweise eine politische Decision geändert haben. Und die Decision war, dass die Schulen geteilt werden müssen, und das haben uns auch die Politiker so gesagt, das wird passieren, sie können gar nichts dagegen tun. Die jungen Leute haben auch eine gewisse Hoffnung an andere junge Leute gegeben, dass wenn man protestiert, wenn man so, naja, in dem Fall ist es 2 Jahre lang, war, dass das erfolgreich sein kann. Und immer wieder, wenn ich mit den jungen Leuten spreche, sage ich, in 10, 15, 20 Jahren müsst ihr in Politik gehen. Und das sind die Leute, das sind die Aktivisten, die deren Aktivismus auch in Politik betreiben sollten. Also ich werde jetzt nicht sagen, welche Partei, also das kann auch eine neue Partei sein. Aber der Aktivismus muss auch ein politischer Aktivismus sein, weil ich würde sagen, dass Aktivismus so generell politisch ist. Und hoffentlich werden wir in den nächsten Jahren auch viel mehr jungen Leuten sehen, die sich gegen diesen Wörter von Eltern, die sagen, protestiert nicht, don't rock the boat,
man sollte den Boot rocken, weil andersfalls werden wir alle hier irgendwo in Deutschland oder USA sein. Und das ist nicht, dass wir als junge Leute, neue Generation von jungen Leuten sehen wollen. Dankeschön für den Aufruf, sich zu engagieren. Walter, ich sehe, du hast Fragen aus dem Publikum. Ja, von unseren Online-Teilnehmerinnen. Zum einen gibt es da durchaus auch skeptische Stimmen zu dem zivilgesellschaftlichen Konzept, das ja, was deutlich ist, glaube ich, auch hinter diesem Bosnien-Forum steckt. Zum einen gibt es eine Stimme, die sagt, wer die Wahrheit über Bosnien abbilden will, müsse immer zu solchen Veranstaltungen Vertreter aller Volksgruppen einladen und der anderen, also vier mindestens Vertreterinnen von vier verschiedenen Gruppen einladen, damit die Wahrheit in Bosnien abgebildet werden könne. Und es gibt eine skeptische Stimme zum Konzept Zivilgesellschaft. Das heißt hier, wir müssen ehrlich sein und zugeben, dass die überwiegende Mehrheit der Menschen in Bosnien nationalistisch eingestellt ist und dass die Idee der Zivilgesellschaft in Bosnien ein theoretisches Konstrukt ist, das weder die Politik noch die Mehrheit der Menschen in Bosnien will. Also das ist eine Frage, die wahrscheinlich an die bosnischen Kolleginnen geht, das einzuschätzen. Und dann äußert Herr Rotert, der sich vorhin schon in der ersten Runde sehr kritisch über die Rolle der EU geäußert hat, noch einmal, dass er hofft, dass die EU-Makler Eichhorst und Vaheli die Unterstützung der Bundesregierung entzogen bekommen. Zum Zweiten aber betont er insbesondere die gefährliche Rolle Russlands. Man wäre ja gewohnt zu sagen, Putin bluffe nur. Und das wäre jetzt möglicherweise auch die kein Bluff mehr, was er mittels seines Botschafters in Bosnien, Karabuchow, geäußert würde. Und Herr Rotert sagt, ich fordere seit 2 Jahren gebetsmühlenartig eine signifikante EUFOR-Aufstockung inklusive der Stationierung von Bundeswehr-Leopardeinheiten in Brzko und auch um Mostar herum, um auch Čović ein Signal zu senden. Dodiks großserbischer und Čović's großkroatischer Traum wäre damit automatisch durchkreuzt. Also diese ganz konkrete Forderung nach einer deutlichen militärischen Engagement, um möglicherweise russische und andere Pläne zu durchkreuzen. Ich würde vielleicht mit der zivilgesellschaftlichen Frage anfangen. Frau Čović, gibt es in Bosnien und Herzegowina die Möglichkeit, beides zu vereinen? Also kann man Bosnierin, Bürgerinnen und Bürger des Landes sein und trotzdem auch Kroate, Serbe, Bosniake, andere. Und wie kriegt man das fertig? Beziehungsweise hatten Sie auch gesagt, dass dieser Bürgerinnenrat, den die EU als Projekt angefangen hat, dass der eigentlich auch die Häuser der Völker, also diese ethnischen oder die Kammer, Parlamentskammer, die ethnische Interessen vertreten soll, abschaffen möchte und nur Abgeordnete als Vertreterinnen der Bürger und Bürgerinnen haben möchte, als politische Vertreter. Sind denn Bürger, Bürgerinnen vielleicht fortschrittlicher? Und wie sehen Sie diese Vereinbarkeit von Identität, wie man sich fühlt als Mensch und von politisch sein als Bürger, Bürgerin? Es gibt keine singuläre Identität. Die primäre Identität meiner Mutter ist Muslimin, Bosniakin, und sie fühlt sich da sehr wohl in diesem primärkollektiven, in dieser primärkollektiven Identität. Mein Vater ist Atheist, Sozialdemokrat. Er fühlt sich in erster Linie oder seine primäre Identität
ist ein ideologisches Kollektiv und kein ethnisches. Mein Bruder ist Muslime und gläubig. Ich bin keine gläubige Muslimin und bezeichne mich auch als Bosniakin, beziehungsweise ich bin in dieser berühmt-berüchtigten Gruppe der anderen. Das heißt, wenn wir jetzt die Idee haben, dass wir vier Stühle hier haben sollten, die vier verschiedene Gruppen vertritt, dann fühle ich mich natürlich nicht sehr wohl dabei, wenn ich sage, ich vertrete alle anderen, alle übrigen. Sicherlich würden viele davon nicht einverstanden werden oder wären gar nicht mit meiner Meinung einverstanden oder würden für mich stimmen. Das heißt, diese Idee, wenn man aus einem Volk kommt und dass man dieses ganze Volk vertritt, das ist natürlich sinnlos, denn das würde ja auch das ganze Konzept der Parteiendemokratie ja auch ad absurdum führen. Warum haben wir ja auch verschiedene Vertreter verschiedener Parteien bei Ihnen in Ihrem Parlament? Sie vertreten ja alle die Deutschen, aber Sie sind natürlich auch, vertreten Sie verschiedene politische Spektren. Deswegen glaube ich, dass es paradox ist, wenn man jetzt sagt, wir müssen innerhalb des Dayton-Systems tatsächlich handeln, wenn Herr Escobar sagt, dass wir vor dem Beitritt zur Europäischen Union da drin operieren müssen. Das erinnert mich daran, wenn Sie in Bosnien-Herzegowina auf die Bühne treten und an Ihren Wählern irgendwas sagen und Sie sagen, ja, das hast du ganz toll gesagt, wir sind ganz einverstanden, und dann frage ich, werdet ihr für mich abstimmen? Dann sagen Sie, ja, aber erst, wenn du an die Macht kommst. Das ist also dieses Konzept. Wir werden die Europäische Union werden, dann, wenn wir der Europäischen Union bereits beigetreten sind. Aber wir müssen ja erstmal die Bedingungen erfüllen, um überhaupt beizutreten. Wir müssen ja die europäischen Prinzipien, europäischen Lösungen, europäischen Werte überhaupt erst einmal erfüllen, damit wir überhaupt den Kandidatenstatus erhalten. Drei Parteien haben wir gemeinsam mit der Opposition hier. Wir haben die amerikanische Botschaft hat reagiert. Keine dieser hier erwähnten hat gesagt, wer gegen dieses Gesetz abgestimmt hat. Niemand hat Herrn Čović oder Herrn Dodik tatsächlich hier zur Verantwortung gezogen, sondern sie haben nur gesagt, dass nur einige, die sagen, sie sind für Europa, sind nicht ehrlich. Sie haben nicht mal gesagt, dass sie lügen. Sie haben nur gesagt, sie sind nicht ganz ehrlich gewesen in den Aussagen. Am 21. Dezember hat Herr Dodik ein Treffen mit Putin gehabt im letzten Jahr, im Dezember, vor 2 oder 3 Wochen mittlerweile. Auf seine Initiative hin hat Herr Dodik mit Herrn Lavrov gesprochen. Russland hat natürlich größere Probleme momentan als Bosnien und Herzegowina, aber Herr Lavrov hat doch tatsächlich Zeit gefunden für seinen Freund Dodik, mit ihm zu telefonieren, und in der öffentlichen Bekanntgabe in der Botschaft heißt es, dass sie gesprochen haben über die Ziele, über die sich geeinigt hatten im Dezember während ihres Treffens in Moskau, und über die weiteren Schritte. Wir wissen aber nicht, was das für Schritte und Ziele sind, und ich komme damit zum Schluss, aber was ich sagen will, als Studentin in Großbritannien hat man uns im Rahmen eines Seminars in Cambridge eine Aufgabe gestellt, ob der Zweite Weltkrieg unausweichlich gewesen wäre. Das ist natürlich eine philosophische Frage, um zu wissen, wo ist dieser Schlüsselmoment, wo dieser Moment, als dieser Krieg unausweichlich wurde. Und wenn wir uns jetzt im Nachhinein anschauen, was in Bosnien-Herzegowina geschieht, und vielleicht uns das in 50 Jahren dann nochmal anschauen, was da passiert ist, werden uns es dann erscheinen, dass es unausweichlich ist, dass der Fall Bosnien-Herzegowinas, und zwar, dass wir in die Hände fallen von China und Russland, wenn wir uns die Serie der passiven Schritte bzw. Mangel an Schritten ansehen, die von Brüssel kommen oder nicht kommen. Wenn Brüssel sagen, Dayton ist der Rahmen, in dem ihr existieren müsst, wenn es auf den Verhandlungen, wenn es um die Reform geht des Dayton-Abkommens, das ist natürlich ein Paradox an und sich. Wenn Sie dann sagen, dass die Verfassungsreform nicht verfassungsmäßig ist, könnten Sie dann somit sagen, dann sind wir zementiert, festgelegt hier in dieser Position. Und dann haben wir uns praktisch schon verabschiedet von einem europäischen Bosnien-Herzegowina, sondern Transparenz müssen wir dann einfach sagen, was für ein Bosnien wir haben wollen, wem wir dieses Land überlassen wollen. Ich bin Optimistin, ich glaube tief daran und fest daran, dass dieses Modell, was wir platziert haben und dass die Kommissionsdiskussion auch gekommen ist, also die einzige Modell,
ist unser Modell, was tatsächlich jetzt diskutiert wird, aber wird ignoriert seitens der internationalen Staatengemeinschaft. Das ist wirklich ein Widerspruch. Ich bin der Ansicht, dass dieses Modell, also den Frieden und die kollektiven Rechte, das ist natürlich sehr wichtig. Ich sage das natürlich, ich bin auch Co-Autorin dieses Modells. Bosnien hat ja immer diese Identitäten auch geachtet, dieser Personen wie meine Mutter, die tatsächlich eine kollektive Identität haben wollen, und die Rechte der Individuen und der Bürgerinnen und Bürger. Das heißt, ich spreche nicht von einem ausschließlich bürgerlichen oder ethnischen Modell, sondern ich glaube tatsächlich, dass es möglich ist, ein Gleichgewicht zu finden zwischen diesen kollektiven und individuellen Rechten, und dass das die Zukunft Bosnien-Herzegowinas ist. Herr Tuchtschner, als auch Sicherheitspolitik-Experte, braucht es mehr Truppen in Bosnien und Herzegowina, mehr ausländische Truppen? In Bosnien-Herzegowina haben wir seit diesem famosen Treffen zwischen Dodik und anderen, als also die Exekution dieses Plans begann durch Versuche, dass Herr Dodik versuchte, das Verfassungssystem einfach von Bosnien-Herzegowina zu zerstören, haben wir die Situation, dass wir einfach in eine politische Krise hineinstolpern. Das heißt, in einem jeglichen Land hätte ein niedrigeres Niveau der Regierung dann versucht, diese zu übernehmen. Aber natürlich, man hätte dann das entsprechend autorisieren müssen mittels... Es gibt also eine Krise. Das heißt, die Krise ist folgende. Es wird einfach... Es geht darum, dass gesagt wird, dass die bewaffneten Kräfte nicht verfassungsgemäß sind. Und das ist eigentlich... Im Prinzip kann hier Bosnien-Herzegowina jede Ingredienz der Entitäten nutzen, die notwendig sind für ihre territoriale Integrität und für ihre Souveränität und so weiter. Und aber auch natürlich mit anderen Rechten, welche natürlich ein Ergebnis wäre des Drucks der internationalen Gemeinschaft auf Bosnien und Herzegowina. Und ich denke, dass wir hier eigentlich schon über Monate eine Sicherheitskrise haben in Bosnien und Herzegowina. Und die russische Aggression gegen die Ukraine hat das noch einmal herauskristallisiert, diese Probleme der EU und der NATO, dass es einfach notwendig ist, die Euphor-Kräfte zu stärken und einfach zu verbessern. Und ich würde da im Sicherheitsrat es gerne sehen. Das heißt, der Westen sozusagen hier wirklich auch über Herrn Schmidt, der hier natürlich das vertritt, den Westen vertritt eigentlich, oder die internationale Gemeinschaft, dass hier wirklich diese Mission wieder stärkt. Das heißt, dass hier eigentlich, natürlich gibt es dann natürlich ein Veto von den Russen, und hier wird man am Ende sehen, was wirklich inhaltlich der Gedanke ist, den die Russen haben, und die Vorstellung, die Russen haben in der Region Balkan. Hier, dann würde sich das klar herauskristallisieren. Wir sprechen natürlich hier von den Versuchen der Russen, Einfluss zu nehmen in Bosnien-Herzegowina, und wir lachen zwar noch darüber, und wir nehmen das vielleicht nicht so ganz ernst immer, aber wir sehen schon, wie stark dieser Einfluss angewachsen ist. Und am Ende muss eigentlich Europa bereit sein. Die EU hat sich noch nicht als geopolitische Entität und Kraft gefühlt. Das verstehe ich natürlich alles, dass das bisher noch nicht so ausgereift ist. Aber es gibt natürlich Serbien auf der einen Seite, was ein Land ist, das versucht, mit seinen
dass auf der Seite der Russen in einer größeren, dass dort eine gewisse Stärke ist, mit Vucic als größter Akteur eigentlich im ehemaligen Jugoslawien. Und wir haben natürlich dort verschiedene rechte Kräfte im serbischen Parlament, die gegenwärtig versuchen, eine Vorstellung zu geben und so darstellen, dass ob der Vucic eine Art Sicherheits- und Stabilitätsfaktor wäre, und das nach außen so darstellen. Wir haben den Viktor Orban natürlich und wir haben wahrscheinlich auch den Janis Jancic, der gewinnen wird, und wir haben die HDZ, die HDZ und die Vertreter der Rechten in Kroatien, die einfach das Erbe von Tudjman weiterführen wollen. Wir haben also mehrere Staaten und Kräfte, die sehr stark antibosnisch orientiert sind in der Umgebung. Und ich bin 100% überzeugt, dass die Europäische Union nicht mit dem Finger rühren würde, wenn Bosnien ein russisches Gouvernement werden würde. Das heißt, man spürt hier schon, dass die EU sensibilisiert ist für Russland, aber eigentlich ist es nicht so. Es gibt da keine kontinuierte, es gibt da eine gewisse Herangehensweise, der gegen die unsere Institutionen gewirkt hat. Und es ist ein Fakt, dass es gar keine Reaktion gab. Man darf nicht vergessen, dass der russische Botschafter nicht gesagt hat, dass Russland gegen die NATO-Integration von Bosnien-Herzegowina ist, sondern er hat vorher noch gesagt, dass Russland eine EU-Mitgliedschaft in Bosnien-Herzegowina einen feindlichen Akt akzeptieren würde. Wie hat er das gesagt? Ich weiß nicht mehr ganz genau. Also eine Umwandlung für Bosnien-Herzegowina ist ein westliches Land. So ungefähr hat er das gesagt. Und das heißt, es gibt hier ein Land, das gegen sämtliche außenpolitische Ziele von Bosnien-Herzegowina ist. Und andererseits haben wir haben jetzt gerade den Herrn gehört, der in einer Parallelwelt lebt. Das heißt, ihre Realität und meine Realität sind völlig unterschiedlich, obwohl die Leute zusammensitzen und schauen, was passiert. Wir haben hier natürlich die europäischen Standards, aber wenn wir hier zum Beispiel von einer Wahlreform reden und wenn wir eine Wahlreform machen, dass wir... Ich glaube, da wird hier einfach nur ziemlich unseriös drüber gesprochen. Es ist wie mit den zwei Schulen, die einfach segregiert werden. Das heißt, zwei Schulen sind das Produkt der OSZE, der internationalen Gemeinschaft, nicht von Bosnien und Herzegowina. Das heißt, sie haben in dem Moment, wollten sie eine kurzfristige Lösung haben, damit dann weiter auf zu etwas Neuem geht. Das heißt, ich habe mit dem Wahlreform gesehen und versucht, dass wir eine neue Phase einleiten, dass wir auch die Verfassung ändern, dass wir die langfristigen Probleme von Bosnien-Herzegowina lösen können mit einer neuen Herangehensweise zu den Entitäten. Diese vermeintlichen Quick-Fixes oder die schnellen Lösungen. Entschuldigung, das heißt, ich rede gar nicht von Lösungen, sondern ich denke, das ist einfach nur der nächste Schritt der internationalen Gemeinschaft, welcher ein Exit, eine wäre aus diesem Problem, noch nicht mal, dass wir eine gewisse Gleichberechtigung im geografischen Sinne wenigstens erreichen können. Es gibt noch vieles, über das wir weiter diskutieren, oder wir werden da auch noch weiter diskutieren, aber erstmal möchte ich das Mikrofon an Tobias Flessenkämper übergeben. Ach so, okay, das Deutsche. Danke. Ich kenne diese Fishbowls noch aus meiner Jugendarbeitszeit vor 20 Jahren. Insofern nutze ich das und lade auch jeden ein, wirklich sich hier einfach hinzusetzen, wenn Sie was zu sagen haben, und mache das einfach mal als Co-Moderator ganz kurz. Nein, weil ich glaube, es ist wichtig, dass wir das hier diskutieren. Das Erste ist, ich will ganz ehrlich sagen, ich bin optimistisch und wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht eine Bosnien-Diskussion haben, die uns tief nach unten zieht in ein Loch, wo wir denken, dass wir nicht mehr da rauskommen. Das ist nicht der Fall. Wir können da rauskommen, Menschen können,
Dinge tun. Da draußen ist eine Ausstellung, die zeigt, dass Dinge getan worden sind in schwierigen Zeiten gegen alle möglichen Widerstände. Und genauso haben wir es gerade von Samir gehört, was sie in Jeitze getan haben. Sie machen Dinge und so weiter und so fort. Aber es gibt auch etwas, was unsere Aufgabe ist, und das ist Präzision. Wir müssen einfach wirklich präzise weiter nach vorne arbeiten. Und wenn wir uns zum Beispiel den Dayton-Vertrag angucken und die Präambel der Verfassung von Bosnien-Herzegowina, steht da nichts von dreien, sondern da steht die drei konstituierenden Völker, Bosniaken, Kroaten, Serben, die anderen und die Bürger Bosnien-Herzegowinas konstituieren diesen Staat. Also sind wir doch präzise, es ist viel drin in dem Vertrag. Das sind die fünf, die den Staat konstituieren. Es steht auch drin etwas, was dann kam, das war Dynamisierung. Denn es ist die Europäische Menschenrechtskonvention Teil der Verfassung. Die Interpretation der Europäischen Menschenrechtskonvention ist dynamisch. Denn das, was wir 1950 aufgeschrieben haben, wurde doch dynamisch interpretiert. Wenn da steht, es soll Redefreiheit heißen, war das, was 1950 damit gemeint war, anders als was 2022 damit gemeint ist. Wenn das Recht auf privates Leben war ein anderes Recht auf privates Leben, als es heute ist. Also die Dynamik ist auch da drin und ich glaube, deshalb müssen wir präzise sein. Und da gilt der Aufruf auch an die internationale Gemeinschaft und die Leute, die sich damit befassen. Denn, letzter Punkt vielleicht dazu ganz kurz, wir müssen auch gucken, was falsch gelaufen ist. Und wir haben einfach nach 30 Jahren die Aufgabe, uns damit zu befassen, was die europäische Politik mit angerichtet hat. 1992 hat José Cutillero die Teilungsvorschläge zur Basis des Friedens in der Konferenz der Europäischen Gemeinschaft über Jugoslawien gemacht. Das ist eine europäische Idee. Und das hat Herr Owen übernommen, das hat Stoltenberg übernommen, das ist nach Dayton reingekommen, ist nach Washington reingekommen und so weiter und so fort. Wir können nicht so tun, als sei das ein Problem, das in Bosnien allein entstanden ist. Es war eine kolonialistische Antwort auf ein modernes Problem mit einer kompletten Misreading des Krieges. Sie erinnern uns alle an das berühmte Neue Kriege. Mary Kaldor, wurden hier große Seminare auch abgehalten. Stimmt ja nicht. Es sind keine neuen Kriege, es sind alte Kriege. Es ist der alte Krieg gegen europäische Einheit. Es ist der alte Krieg gegen Diversity and in Unity. Es ist der Krieg für nationale Egoismen und Racial Supremacy. Und ich glaube, da müssen wir jetzt sagen, diese Diskussion haben wir jetzt 10 Jahre nicht richtig geführt. Bei allen Bemühungen der Bundesregierung, Dinge und Projekte am Laufen zu halten. Und Frau Schütze und ich haben in vielen Panels gesessen, das sind wichtige Projekte. Das Jugendbüro, wo Samir auch mitmacht, die anderen Initiativen, alles wichtige Projekte. Aber wenn wir jetzt wirklich sagen, wir brauchen die nächsten 3-4 Jahre, um die Mitgliedschaft greifbar zu machen der gesamten Region, müssen wir eine ehrliche Diskussion führen. Und deshalb sind das, was schiefgegangen ist, gehört zu einer ehrlichen Diskussion. Und Sabina hat gerade was gefragt, wann ist es schiefgegangen? Der deutsche Politikwissenschaftler, später der amerikanische Politikwissenschaftler, hat geschrieben, ein Buch 1944 über die militärische Besetzung des Rheinlands und den Rechtsstaat. Das war die militärische Besetzung des Rheinlands von 1918 bis 1923. Und er hat da geschrieben, es ist ganz offensichtlich, dass das Appeasement gegenüber den deutschen Nationalisten schon begann, bevor die deutschen Nationalisten überhaupt verstanden haben, welches wunderbare Geschenk sie bekommen haben. Das schreibt er über die Situation 1920-21 im Rheinland. Das heißt, wir wissen, was Appeasement bedeutet. Noch haben wir die Mittel, noch haben wir einen französischen Präsidenten, der Emmanuel Macron heißt, vielleicht heißt der französische Präsident bald anders oder ist auch eine Frau. Und dann sind wir in einer anderen Situation. Deshalb ist es so wichtig, dass die Mittel, die wir uns gegeben haben, den Mehrwert zu schaffen, hoher Repräsentant, die Friedenstruppe EUFOR, die Mittel der Europäischen Union über Recht und Gesetz, das wirklich durchgesetzt wird, gestaltend einzugreifen für so einen kleinen Staat. Das ist ja ein kleiner Staat, der kann ja nicht alles alleine machen. Müssen wir doch auch sagen. Litauen ist doch beigetreten mit ungefähr derselben Bevölkerungszahl der EU, weil sie wussten, dass sie nicht alles alleine machen können.
dass wir da jetzt wirklich eine Beschleunigung reinbringen müssen. Und deshalb bin ich eigentlich optimistisch. Und ich bin auch optimistisch über die Diskussion hier. Und ich bin optimistisch darüber, dass so viele Fachkenntnisse da sind. Ich bin so viel optimistisch, dass auch viele positive Energie da ist. Und dass auch gerade die Bundesregierung, Frau Schütz sitzt ja hier stellvertretend, da wirklich ernst ist und auch aus dem Parlament das alles kommt. Aber wir müssen jetzt auch in unseren Diskussionen präzise und mit konkreten Vorschlägen weitermachen. Frau Malešević, was wären denn, oder in der, es gibt zwei Krisen, die in Bosnien gerade sehr parallel sind. Herr Turcello hat es ja schon gesagt, das eine ist, worüber man sehr viel redet, ist diese Wahlrechtsreform. Aber das andere, was gleichzeitig stattfindet, ist die Abschaffung oder der Angriff auf staatliche Institutionen, der von der vor allen Dingen aus dem RS-Parlament herausgeht, indem das RS-Parlament eigenständige parallele Institutionen schafft und da auch ein Gesetz nach dem anderen vorbereitet und erlässt. Wie sind denn die Leute in der RS? Wie unterstützen die das oder möchten sie eigentlich einen Staat, oder was ist das dringendste Problem in der RS für ganz normale Bürger, Bürgerinnen? Was das angeht, was Sie gerade angesprochen haben, ich will nochmal zurückkommen auf das, was ich zu Beginn gesagt hatte, und zwar, das hängt irgendwie zusammen mit dieser dominanten Politik dieser gegenwärtig regierenden Partei in der Republika Srpska. Also die einfachen Bürgerinnen und Bürger, die nicht die Politik von Milorad Dodik unterstützen, sie haben praktisch einfach den Willen schon verloren, sich irgendwie zu organisieren, dass sie versuchen, irgendwie was zu machen, denn bereits beim ersten Versuch schon stoßen sie auf verschlossene Türen. Es wird alles Mögliche sabotiert. Wir werden alle Zeugen dessen, dass auch das, was hier in der Einleitung auch erwähnt worden ist, dass immer mehr junge Leute das Land verlassen, dass es diese Abstimmung mit den Füßen gibt. Ja, wenn man Einzelne ansieht, die sich getraut haben, sich irgendwie zu organisieren, politisch zu vereinigen, und in den Lokalwahlen, da kann ich nicht mal sagen, dass wir sehr schlechte Ergebnisse erzielt haben bei den Kommunalwahlen. Aber wenn man in Betracht zieht, dass wir überhaupt keine Medienunterstützung bekommen haben, dass wir praktisch null Finanzmittel hatten, da denke ich doch, dass wir recht zufrieden sein können. Aber was mich sehr beängstigt, ist die Tatsache, dass frei denkende Bürgerinnen und Bürger weiterhin sich nicht diesem Kampf anschließen wollen, weil sie denken, das ist ein Kampf gegen Windmühlen. Und ich denke weiterhin, dass es nicht der Fall ist. Ich denke, man sollte einen Beitrag leisten. Ich möchte nochmals erwähnen, ich bin keine Politikerin, sondern Architektin nach meinem Beruf. Und ich bin auch der Ansicht, dass ich meinen Beitrag vor allen Dingen auf lokaler Ebene, auf kommunaler Ebene geben kann. Denn ich würde die anderen Fragen ja auch sehr gerne anderen Kollegen überlassen, die in den Politikwissenschaften und in anderen Feldern tätig sind. Ich denke, dass, was wir hier auch alle erwähnt haben, dass nämlich diese Politik, und zwar nicht nur die Regierungspolitik, sondern was mich besonders mit Sorge erfüllt, sind auch die Oppositionsparteien. Also wir hatten jetzt die Gelegenheit zum Beispiel bei den Wahlen in Serbien zu sehen, also seit ich mich erinnern kann, jedenfalls an die politische Situation, ich verfolge die politische Situation ja sehr, sehr stark
in Bosnien-Herzegowina wir noch nicht so viele Billboards gesehen haben in Banja Luka, die für den aktuellen serbischen Präsidenten werben. Das, was mich besonders enttäuscht hat, ist, dass sowohl die Regierungsparteien als auch die Oppositionsparteien quasi im Wettbewerb standen, wer Aleksandar Vučić, den serbischen Präsidenten, stärker unterstützen wird. Das hat mich wirklich sehr enttäuscht, denn das ist eben auch ein, ja, wenn man die europäischen Politiken in Betracht zieht, ich kann das alles gar nicht miteinander sozusagen in Einklang bringen, was sie nach außen hin gewissermaßen präsentieren und was sie dann im Inland versuchen umzusetzen. Bei diesem ganzen Angriff auf die Institutionen und bei diesen Gesetzen, die im RS-Parlament erlassen werden und bei der Politik, die vor allen Dingen vorangetrieben wird von der SNSD und von Herrn Dodik, wo gäbe es für Sie oder für die Bundesregierung eine rote Linie, wo dann wirklich auch Sanktionen fällig wären, auch einseitige, auch wenn die EU oder also die EU als Gesamtes vielleicht nicht mitmacht? Und wie, welche Schritte könnte Deutschland unternehmen, um Institutionen und auch das Vertrauen der Bürger und Bürgerinnen in die staatlichen Institutionen wieder zu stärken? Gelernt, dass man vorsichtig sein sollte, rote Linien zu benennen, denn das ist immer die Einladung für andere rote Linien bewusst zu übertreten. Deswegen werde ich keine roten Linien nennen und ich glaube, was ganz entscheidend ist, es gibt diese Schritte der Republika Srpska, im Wesentlichen glaube ich Dodiks, kleine Schritte in Richtung einer immer größeren Sezession und es sind Gesetzesentwürfe in Auftrag gegeben worden und ich glaube, für uns ist wie gesagt, rote Linie sage ich jetzt nicht, aber die Umsetzung dieser Gesetze wird ein entscheidendes Momentum sein. Und wir, Frau Lührmann, Anna Lührmann hat es gesagt, wir haben schon seit längerem in die mögliche Sanktionen oder wie es in der EU heißt, Maßnahmen ins Gespräch gebracht. Wir sind darüber auch mit unseren Partnern in der Diskussion, weil wir glauben, dass das ganz klare Botschaften gesendet werden müssen, dass es eben so nicht geht. Und zwar, dass es so nicht geht, weil es nicht im Interesse des Landes und der Zukunft des Landes und der Menschen ist, wenn man jetzt die ethnische Spaltung immer weiter treibt. Und ich wollte auch noch mal aufgreifen, die Instrumentalisierung dieser ethnischen Gruppierungen, die eben wirklich deshalb genutzt wird oder ausgenutzt wird, um hier eine Machtbasis zu schaffen. Und das halten wir für sehr gefährlich. Und wir werden in der EU auch weiter darüber nachdenken, wie wir jetzt hier diese Schritte verhindern können. Es ist gerade vor kurzem nochmal verlängert worden, der Grundsatz-Sanktionsbeschluss, der bereits seit vielen Jahren besteht und der EU die Möglichkeit gibt, Sanktionen gegen Personen zu verhängen, die Einheit des Staates Bosnien-Herzegowina gefährden. Und wir sind froh, dass es gelungen ist, diesen Beschluss zu verlängern. Und wir werden diese Diskussion auch weiterführen. Und parallel, das wurde auch schon erwähnt, werden wir eben auch prüfen, welche Projekte es bilateral gibt, aber auch Projekte der EU-Kommission, die speziell der Republika Srpska zugutekommen, und zwar nicht den Menschen zugutekommen, sondern denjenigen, die diese Projekte auch für eigene Zwecke missbrauchen. Herr Beharic, wir hatten es gehört aus, was Frau Malešević gesagt hat, wie die Situation in Banja Luka oder in der RS ist, dass sich eben viele auch nicht engagieren oder nicht engagieren wollen, weil sie finden, das hat irgendwie keinen Sinn oder das ist eben alles so politisch okkupiert. Ist das in Jajce auch ähnlich oder wie
Ja, also ich würde sagen, die Probleme sind ähnlich. Nicht nur in Jajce, Banja Luka, also Republika Srpska Föderation, aber die sind auch wirklich ähnlich in der Region, in der ganzen Region. Ich bin hier auch ein Teil von einer Gruppe von Jugendlichen, Leuten aus den ganzen Regionen. Letzte Woche haben wir einen neuen Digital Civic Center auch gelauncht, mit auch Unterstützung der Auswärtigen Amts. Und die Jugendlichen, die in dem Projekt also zusammensitzen, die auch sagen, die ähnliche Probleme haben wir in Albanien, in Montenegro, in Bosnien-Herzegowina, auch in Kroatien, die ein EU-Mitglied ist. Und wenn wir die Probleme lösen wollen, dann müssen wir zusammenarbeiten. Und müssen wir zusammenarbeiten, um voneinander zu lernen, weil zum Beispiel da gibt es sämtliche Probleme, die zum Beispiel in Montenegro oder Serbien gelöst sind und wir versuchen, die in Bosnien zu lösen, aber wir sollten not to reinvent the wheel sozusagen, und, sondern zusammenarbeiten. Letztes Jahr, ein guter Beispiel sind zum Beispiel die Environmental Topics. Letztes Jahr und in den letzten Jahren hatten wir Movements von Leuten in ganz Westbalkan, in ganz Balkan, die sich gegen Luftverschmutzung, gegen die kleinen Wasserkraftwerke engagiert haben. Letztes Jahr, wenn wir über Jajce sprechen, letztes Jahr hatten wir so ein Projekt, wo wir zwei Wasserkraftwerke, also wir haben den Plan verhindert, dass ein Investitor zwei Wasserkraftwerke baut, und wir haben so eine Petition organisiert, und mehr Leute haben für diese Petition ihre Stimme gegeben, als die Leute, die den Jajce Bürgermeister gewählt haben. Und der Bürgermeister hat sich geweigert, bis dem Moment, wann wir die Unterschriften in seinem Büro mitgebracht haben. Dann haben wir gesagt, okay, jetzt hier gibt es 2000 mehr Leute, die wahrscheinlich für irgendjemanden wählen würden, wenn die Option an den nächsten Wahlen, lokalen Wahlen in Jajce oder irgendwo anders eine Option auch wäre. Und deswegen, unsere Freunde in Montenegro, in Serbien, in sämtlichen Städten haben das auch ziemlich gut gemacht. Jetzt organisieren wir Projekte im ganzen Region mit Jugendlichen, mit Grassroots-Movements, um denen nicht zu zeigen, sondern nur die Experience auch mit denen zu teilen, wie wir das geschafft haben. Weil in manchen Fällen sind es wirklich junge Leute in Dörfern, die wissen gar nicht, wie man ein Press-Release schreibt. Die wissen nicht, wie man es zum OSZE schreibt. Und das sind auch die Sachen, die wir zusammen arbeiten müssen, sollten in den nächsten Jahren, sodass wir diese ähnlichen Probleme, die überall existieren, lösen könnten. Vielleicht gleich noch eine anschließende Frage an Sie beide, weil Sie beide auf lokalen Ebenen in unterschiedlichen Gebieten, in unterschiedlichen Feldern aktiv sind. Ist das denn die einzige oder die in Zukunft vielleicht mögliche Chance für Veränderung in Bosnien und Herzegowina von lokaler Ebene ausgehend, von Grassroots-Aktivisten, Organisationen, Bewegungen? Ich hoffe wirklich, dass das so ist. Was es Banja Luka betrifft, so kann ich unsere politische Organisation benennen, angeben, die auch aus einer Bewegung heraus entstanden ist für Gerechtigkeit. Diese Aktivisten sind bis heute aktiv, und die sind aktiv dabei, für eine Rechtsstaatlichkeit zu kämpfen. Und es sind vielleicht noch nicht so viele Menschen, nicht ausreichend genügend Menschen, aber es gibt verschiedene Projekte. Sie kriegen auch von anderen Unterstützung, und sie merken, dass sie wirklich auf dem richtigen Weg sind. Und leider muss man sagen, dass vielleicht auch, schade, dass heute jetzt keiner dabei ist mit mir zusammen bei diesem Panel. Und sie machen wirklich eine ganz großartige Sache, und dort waren bis zu 40.000 Leute demonstriert und in Banja Luka, und sie haben gezeigt, dass
dass sie also eine Macht sind, trotz der repressiven Aktionen der Polizei. Und ich als Aktivistin war auch schon verhaftet worden. Und ich will hier keine Einzelheiten sagen, wie man mich hier, meine Menschenrechte nicht geachtet hat in diesem Moment der Verhaftung. Das war sehr niederschmetternd. Und wenn Sie später das versuchen zu analysieren, wie funktioniert denn die Justiz? Was macht die Staatsanwaltschaft dabei und so weiter? Irgendwann gibt es doch mal eine Entscheidung, dass die Polizei doch gewisse Maßnahmen reinreichen kann, wenn es so ist. Das heißt, da kommt dann nichts dabei raus. Das heißt, wenn man das je täglich sieht, wie diese ganzen Versuche sieht, wie unlogisch und wie sie versuchen, einfach alles zu usurpieren, auch selbst den gesunden Menschenverstand zu beleidigen eigentlich, dass man jeden Menschen, würde jeden normalen Menschen eigentlich schon entmutigen, sich zu wehren und aufzutreten. Vor allen Dingen die sich für David und so weiter einsetzen. Und ich bin ganz sicher, dass diese Bewegung trotzdem ein gutes Beispiel ist für die jungen Leute, wie Samir schon gerade eben gesagt hat, dass die Zukunft in diesen jungen Leuten sitzt, dass sie wirklich sehen, wie es läuft. Natürlich ist es schade, dass die Menschen weggehen aus Bosnien-Herzegowina. Ein Brain Drain, das ist eine verlorene Generation. Die Menschen gehen einfach weg, was traurig ist. Das heißt, wir müssen die jungen Leute trotz alledem animieren. Wir müssen durch unser eigenes Beispiel den jungen Leuten zeigen, dass man kämpfen kann und wie man kämpfen kann. Isabella Kisic hat sich hier zu uns gesetzt aus von der Western Balkan Strategy Group, die auch vorher schon mit Dalibor Kolarovic hier vertreten war auf dem Panel. Group Isabella. That was Danke. Ich möchte wieder darüber sprechen, wenn Sie mir erlauben, von der inneren und den äußeren Faktoren unseres Gesprächs. Was mich sehr interessiert und was mich besorgt, ist hinsichtlich der internationalen Gemeinschaft. Gibt es denn hier ein gewisses Bewusstsein in der internationalen Gemeinschaft, dass die serbische Welt nicht nur ein kulturelles Projekt ist, sondern dass es schon eine sehr ernsthafte Strategie ist, die aus rezyklierten Begriffen besteht, wie zum Beispiel Großserbien, und dass das ein Projekt eigentlich ist, welches ausgearbeitet wurde und mittels verschiedener strategischer Dokumente der Regierung Serbiens. Manche Dokumente der Republika Srpska hat Dodik selbst unterschrieben über eine gewisse Papiere und Dokumente über die kulturelle Zusammenarbeit. Ich weiß nicht, ob ich das genau hier zitiere. Das sind verschiedene Strategien, nationale Strategien hinsichtlich der Sicherheit für die Diaspora, die serbische. Es geht um eine Strategie der kulturellen Entwicklung, ein Gesetz über die Kultur. Und diese Strategie wird jetzt versucht umzusetzen durch das Verabschieden verschiedener Gesetze durch das Parlament. Ich möchte da gleich anschließen, was Isabella gesagt hat, denn ich sehe hier, ich glaube nicht, das ist natürlich eine Strategie, das ist klar, aber wir müssen hier auch sehen, dass die Art und Weise, wie Aleksandar Vučić in Serbien und Dodik in der Republika Srpska, wie sie versuchen, einfach so darzustellen, dass sie eigentlich die territoriale Integrität von Bosnien-Herzegowina achten. Aber schon eine ganze Reihe von Jahren haben wir eine Art von einer inneren Sezession der Republika Srpska. Da gibt es einfach
Sie versuchen, orientieren sich an dem serbischen Vorbild im Gesundheitswesen und in anderen Bereichen. Das heißt, da gibt es eine Annäherung einfach. Und da gibt es verschiedene, das heißt, auch hinsichtlich des Eigentums und hinsichtlich verschiedener anderer Gesetzesänderungen. Da gibt es gewisse symbolische Dinge, um einfach die Bürger für sich zu gewinnen. Und wenn man hier uns nochmal genau die Situation in Bosnien-Herzegowina anschauen, in dieser Zeit kann man sagen, dass einfach versucht wird, über die Privatisierung von verschiedenen Infrastrukturen, dass die einfach, da wurden einfach auch Firmen gekauft, es kam zu Verstaatlichungen und so weiter. Serbien versucht auf irgendeine Art und Weise die Republika Srpska an sich zu binden durch den Kauf von Immobilien zum Beispiel, um auch einfach Fakten zu schaffen, um auch Dodik an sich zu binden. Das heißt, es ist eine gewisse Schaffung einer serbischen Welt. Einer, irgendwie wird die territoriale Identität irgendwie weiter bestehen, natürlich, aber die Territorien werden an Serbien herangeführt. Und der nächste Schritt ist dann halt einfach, dass man weiterhin, dass man pro-russische, pro-serbische Parteien zum Beispiel Montenegro unterstützt und kräftig. Das heißt, wir haben hier da, es gibt da keine Gegenopposition, es gibt keine Opposition in der Republika Srpska. Es gibt zwar Oppositionelle, ja, es gibt da, und alle anderen werden niedergemacht in der Republika Srpska. Gibt es ähnlich wie in Kroatien, in der kroatischen Gebietskörperschaft oder in den kroatischen Teilen, gibt es auch kaum Opposition gegen die dominanten nationalistischen Positionen. Und das Gleiche gilt auch für die bosniakische Seite. Das heißt, es gibt so ein Sprinter-Part, also in der Opposition. Es gibt welche, die sind noch rechter, also noch Splitterparteien, die noch weiter rechts sind als die, die überhaupt schon alles in den Händen haben. Zum Beispiel bei der, ja, ein Teil der Sozialdemokratischen Partei und so weiter. Es gibt also eine ideologische Vernebelung. Das heißt, es gibt hier kein Kontranarrativ für diese Strategien aus Serbien oder also Herrn Vucic. Wir werden sehen, wie sich die rechten Parteien verhalten, die mit Šešelj weiterhin aktiv sind in Serbien. Für mich ist in großem Maße klar und wahrscheinlich auch allen, wie komplex irgendwie die Beziehungen sind zu Russland, wenn wir jetzt gar nicht über die Energieabhängigkeit sprechen wollen, und ökonomische und politische und so weiter, mit diesem großen Land hier der Erde, sondern es ist mir klar, mit welcher Vorsicht man auch sprechen muss über diese roten Linien in einer solchen Situation, wo man nicht sicher ist, ob man die Mechanismen hat, dann diese roten Linien auch durchzusetzen. Das ist wie wenn man seinem Kind irgendwas verbietet, wenn es sich nicht gut benimmt. Naja, wir gehen jetzt raus aus dem Park, wenn du weiter sich so benimmst, und wenn man das dann nicht durchzieht, dann hat man ihn natürlich nur bestätigt in diesem Verhalten und ihn keineswegs davon abgehalten. Aber was mir nicht ganz klar ist, wenn Europa nicht die Kapazitäten hat, sich dem entgegenzusetzen, ein Dragan Čović, ein Milorad Dokić oder ein Bahret Izetbegović, also solchen Personen, die nicht konsequent sind, die eigentlich keine ernsten Folgen mit sich bringen für die Europäische Union. Die haben überhaupt nicht die Möglichkeit, die Europäische Union zu erpressen. Sicherheitspolitisch, ja, vielleicht, wenn es um Außenfaktoren geht und Akteure. Aber sie selbst, weder wirtschaftlich noch politisch noch sicherheitspolitisch, können sie solche Folgen überhaupt herbeiführen, die irgendwie zu Konsequenzen, ernsten Konsequenzen in der Europäischen Union führen würden. Dann stellt sich doch die Frage, wenn es keine roten Linien gibt,
für unwichtige, wenn man das so sagen will, politische Akteure? Inwieweit kann man überhaupt über eine europäische Politik überhaupt solche sprechen, gegenüber überhaupt jemandem? Zum Beispiel Ungarn beispielsweise, das ist ja letztlich natürlich ein Mitglied der Europäischen Union, das hat Folgen. Slowenien, das hätte auch Folgen. Kroatien auch, wenn diese Länder die Europäische Union verlässt. Bosnien und Herzegowina zwischen der Europäischen Union, Russland, China und so weiter. Und da geht es um 300.000 Wähler maximal, beispielsweise nicht 3 Millionen Leute, sondern wie viele Stimmen bekommt ein Kandidat höchstens an den Präsidentschaftswahlen? Kann mich jemand korrigieren hier? Von 200 bis 300.000 Stimmen. Niemand bekommt mehr als 300.000 Stimmen bei einer Wahl. Das ist eine Kleinstadt in Deutschland vergleichsweise. Also man wendet sich an so eine Kleinstadt in Deutschland. Und da stellt sich die Frage überhaupt, ob es überhaupt irgendwelche Mechanismen gibt. Politisch gesehen, sicherheitspolitisch gesehen, seitens der Europäischen Union. Und ich glaube, dass es doch sehr wichtig ist. Und das ist doch eine sehr wichtige, aber doch sehr schandhafte eigentlich Botschaft, die man gegenüber Russland und China damit sendet. Vielen Dank. Ich habe hier neben mir sitzen Herrn Hagemann, der Geschäftsführer von der Südosteuropa-Gesellschaft. Bitte schön, mein Mikrofon. Vielen Dank. Vielen Dank für die spannende Diskussion. Ich würde das Ganze noch mal gerne auf den Titel unserer Veranstaltung zurückführen, nämlich wir haben ja von einer Zeitenwende gesprochen und in Deutschland ist insgesamt aktuell von Zeitenwende ziemlich viel die Rede und was damit gemeint ist, ist ja im Grunde, dass es bei uns endlich, muss man fast sagen, Mehrheiten gibt für sehr wichtige Entscheidungen im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungspolitik und auch der Außenpolitik, die es vorher nicht so gab und Prozesse, die jetzt in Gang gesetzt werden können. Und es ist natürlich so, dass dieser Rahmen jetzt gesetzt wurde und der gefüllt werden muss, aber trotzdem ist die Richtung erstmal vorgegeben. Und wir befassen uns jetzt mit den Entwicklungen auf der europäischen Ebene und auf der Ebene in Bosnien. Und da wäre meine Frage einmal an die Panelistinnen und Panelisten aus Bosnien-Herzegowina. Inwiefern würden Sie sagen, ist nach allem, was wir jetzt gehört haben, also den auch häufig oder fast hauptsächlich pessimistischen Analysen eher, was das Engagement der Bürgerinnen und Bürger angeht. Inwiefern sehen Sie hier aber eine Möglichkeit, dass es hier auch eine Zeitenwende geben kann, weil die Leute vor Ort jetzt sehen, am Beispiel der Ukraine, was sie genau nicht wollen und was vielleicht auch die jungen Menschen sehen, was sie noch nicht selber gesehen hatten in ihrem eigenen Land und deswegen vielleicht eine neue Basis haben, um sich zu organisieren und motiviert sind dadurch. Und auf der anderen Seite vielleicht auch die Frage an die Bundesregierung, inwiefern ist auf europäischer Ebene hier eine größere Möglichkeit für so eine Art Zeitenwende da, um in der Westbalkanpolitik zu einer größeren Einigkeit zu kommen und um auch hier letztendlich zu den Fortschritten, auf die wir ja auch seit vielen Jahren warten, in vielen der Prozesse. Vielen Dank. Frau Schutz, möchten Sie anfangen vielleicht? Die Zeitenwende in der Bundesregierung. Ja, sehr gerne. Also die Zeitenwende. Ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass wir die Ereignisse in der Ukraine sehr genau verfolgen und natürlich uns auch die Frage stellen, was bedeutet das jetzt für die EU, für Europa und was bedeutet das für den westlichen Balkan? Und deswegen ist es in der Tat für uns ganz, ganz wichtig, dass wir die EU-Perspektive weiterhin glaubwürdig bleibt und dass wir hier auch weiterkommen. Und da arbeiten wir sehr intensiv innerhalb der Europäischen Union daran, dass wir weiterkommen mit dem nächsten Schritt. Und das heißt im Moment vor allen Dingen, dass wir es schaffen, das Versprechen an Nordmazedonien und Albanien umzusetzen, dass jetzt auch die EU-Beitrittsgespräche begonnen werden. Das heißt auch, dass wir mit Kosovo und Serbien sprechen, um zu sagen, ihr müsst weiterkommen in dem Normalisierungsdialog, weil auch das ist eine Schwäche, die gesamte Region zurückhält und die dann aber auch Auswirkungen hat auf die Europäische Union. Und Bosnien-Herzegowina, auch da hoffen wir, dass wir
oder dass das auch das Land selbst vorankommt. Und da fand ich eigentlich besonders positiv, was Samir Beharic gesagt hat darüber, dass eben auch die Menschen selbst sich engagieren müssen und dass sie sich auch in der Politik engagieren müssen, damit wir auch Akteure haben, die hier eine neue Politik reinbringen können. Aber ich wollte noch mal eine Sache sagen, die uns auch gerade jetzt im Zusammenhang mit der Zeitenwende oder mit den aktuellen Ereignissen noch mal sehr bewusst geworden ist, ist, wie stark Russland über Medien und über ein pro-russisches Narrativ wirkt in der Region und zum Beispiel insbesondere in Serbien und dann serbische Medien wiederum aber auch in die gesamte Region auswirken. Und das ist etwas, wo wir, glaube ich, gemeinsam auch uns überlegen müssen, was kann man dem entgegensetzen? Das ist sicherlich vor allen Dingen auch eine Frage an die Länder, an Sie selbst. Wie kann man solche Narrative, die versuchen, das Land zurückzuhalten, die versuchen zu spalten, zu polarisieren, gegen die EU zu positionieren. Wie kann man da dem etwas entgegensetzen? Und ich weiß, wir stellen uns diese Frage schon seit Längerem. Es ist nicht leicht, aber ich glaube, es ist doch Teil auch einer hybriden Kriegsführung oder zumindest einer hybriden Art und Weise, hier die Länder gegen die EU aufzubringen. Und ich glaube, da ist die EU gefragt. Die EU muss glaubwürdig bleiben mit ihren Versprechen. Aber ich glaube, auch die Länder der Region, Bosnien-Herzegowina, sie auch gefragt, wie man hier gemeinsam vorankommen kann. Dankeschön. Bevor ich die Frage mit der Zeitenwende in die Runde gebe, würde ich gerne Bodo Weber das Wort geben. Ich glaube, ist das ein deutsches, also das Mikrofon hat einen Namen, ist das Deutsch oder BKS? Dann BKS hätten wir auch machen können, aber ich probiere es jetzt einfach Deutsch. Bodo Weber, politischer Analyst, Aktivist vom Democratization Policy Council. Ich hatte eigentlich nicht vor, mich in der Runde heute hier zu melden, aber muss sagen, ich habe hier jetzt einiges gehört zur deutschen Politik aus dem Munde von Frau Lührmann, was auch klang nach Zeitenwende. Und Frau Schütz jetzt einiges von Ihnen, was mich doch wieder verwirrt hat und wollte einfach ein paar Punkte selber klarstellen und auch noch ein paar Fragen im Sinne einer Klarstellung stellen. Erstmal zu den roten Linien in Verhandlungen. Ich glaube, wir haben in den letzten 10 Jahren im Westen zwei Wege gesehen, wie man in Verhandlungen mit oder in internationaler Politik mit roten Linien umgeht, die beide nicht der richtige Weg sind. Der eine war im Syrienkrieg, der obamasche rote Linie, die man gestellt hat und dann, als überschritten war, nicht verteidigt hat. Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, Frau Schütz, ist die Lessons learned daraus, wir setzen keine roten Linien mehr. Und für mich sind rote Linien Prinzipien westlicher Politik, basierend auf unseren Werten. Weil dann muss man nicht praktisch zeigen, in dem Moment, wo sie jemand überschritt, dass der Kaiser nackt ist, dass wir nicht unseren Act zusammen haben, um praktisch diese roten Linien zu verteidigen. Wir haben jetzt zwei Verhandlungsrunden geführt durch EU- und US-Verhandler auf dem Balkan. Erste zum sogenannten Landswap im Kosovo-Serbien-Verhandlungen und im gleichen Geist jetzt seit einem Jahr zu sogenannten Wahlrechtsverhandlungen, die beide auf diesen Prinzipien beruht, dass wir keine Prinzipien und keine roten Linien haben. Ich glaube, wo das hinführt, das spüren gerade die Bürger der Ukraine auf ihrem Rücken. Also das würde ich doch in Frage stellen. In dem Zusammenhang würde ich doch auch in Frage stellen, ein großes Fragezeichen hier stellen wollen, hinter dem, Frau Schütz, wie Sie gerade dargestellt haben, die Verlängerung des Sanktionsregimes, die vor 3 Wochen passiert ist, glaube ich, 2-3 Wochen durch die EU, die sogenannte Restrictive Measures, weil da fehlte ein Teil der Tatsachen zu dieser Verlängerung. Diese Restrictive Measures, die es seit 2011 gibt, die jährlich verlängert wurden, sind nicht einfach verlängert worden, sondern wir haben, und auch die Bundesregierung hat hier zugestimmt, hat sich eingelassen auf eine Erpressung einer kleinen Gruppe von Mitgliedstaaten, aus meiner Sicht 5, die meisten sind zu den illiberalen Mitgliedstaaten zu zählen, angeführt,
halb öffentlich durch Herrn Orbáns Ungarn, dieser Verlängerung nur zuzustimmen, beziehungsweise das Veto gegen eine jährliche Verlängerung, die bisher ein Prozess auf der Arbeitsebene in Brüssel war und kein Politikum, unter dem Preis, dass man das Entscheidungsverfahren dafür Namen auf diese Sanktionsliste zu setzen, was in den letzten 10 Jahren nicht passiert ist, dahingehend zu hindern, dass man weggeht von dem bisherigen Qualified Majority Voting hin zu einer Einstimmigkeit. Aus meiner Sicht ist das faktisch keine Verlängerung des Sanktionsregimes, sondern das heißt, dass die Mehrheit der liberalen Mitgliedsländer der EU dieses Sanktionsregime gekillt haben, dass sie dieses Sanktionsregime in die Hände gegeben haben von einem Herrn Orbán, der der einzige Regierungschef an einem Mitgliedstaat ist, der sich aus dem Ukraine-Krieg raushalten will und die Lieferung von Waffen für die Ukraine über Territorium der EU verhindert, und in die Hände eines kroatischen Regierung, die seit ihrer Mitgliedschaft in der EU in allen Verhandlungen des Rates der Mitgliedstaaten, der Regierung der Mitgliedstaaten, über irgendwelche Statements, schriftliche Dokumente zu Bosnien, konsistent seit einem halben Jahrzehnt darauf besteht oder versucht, dass man die Formulierung zu Bosnien Equality of Citizens rausschmeißt, was ein Grundprinzip, ein Grundwert praktisch der EU und des Acquis ist, und ersetzt durch Equality of Constituent People. Das würde ich schon gerne nochmal erklärt haben wollen, warum eine Verlängerung, eine formelle, scheinbare Verlängerung eines Sanktionsregimes, was man damit quasi killt, besser gewesen ist, als praktisch hier die Uneinigkeit der EU durch die Blockade einer gemeinsamen EU-Politik durch eine illiberale Minderheit nicht quasi dadurch offen zu legen, dass man diese Länder zwingt, tatsächlich hier ein Veto einzulegen. Vielen Dank. Ich würde dazu gleich gerne was sagen, weil ich leider auch gleich schon gehen muss. Sie haben recht, es gab in der Tat die Wahl zwischen Verlängerung oder Nichtverlängerung des Regimes und Verlängerung eben zu den Bedingungen, die zumindest eine Einstimmigkeit bei der Befüllung dieses Regimes und bei der Benennung von Namen brauchen. Das war eine Wahl zwischen Regen und Traufe, in der Tat. Und die Alternative wäre schlicht gewesen, dass es gar kein Sanktionsregime mehr gegeben hätte. Und insofern war das jetzt tatsächlich das kleinere Übel. Und wir werden, natürlich wird die Einstimmigkeit nicht leicht zu bekommen sein, aber jetzt gleich das ganze Regime zu killen, hätte bedeutet, dass wir auch nach einer Einstimmigkeit gar nicht mehr suchen müssen. So bleiben wir aber am Ball und werden natürlich das Gespräch auch weiterführen. Mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Die EU, es sind 27 Mitgliedstaaten und es ist nicht einfach, und ich gebe Ihnen recht, auch mit Kroatien ist es in vielen Bereichen nicht einfach zu sprechen, weil Kroatien sich als Verteidiger oder Anwalt für die Kroaten in Bosnien sieht und oft übersieht, dass es natürlich als EU-Mitgliedstaat auch die Interessen der EU zunächst einmal und auch gesamt Bosnien-Herzegowinas vertreten sollte. Aber das sind Dinge, damit haben wir jeden Tag zu kämpfen, und es ist nicht leicht. Dankeschön. Ich würde gerne, es wurde schon angesprochen, dass der Krieg auf die Ukraine als Zeitenwende deklariert wurde, beziehungsweise dann auch die Reaktionen in der EU und in Deutschland darauf als Zeitenwende, als Paradigmenwechsel. Ich würde jetzt gerne eine letzte Runde machen und von Ihnen wissen, was der Krieg auf dieser Angriff auf die Ukraine für Bosnien und Herzegowina bedeuten kann und welche Möglichkeiten Sie sehen, dass das tatsächlich eine Zeitenwende auch für Bosnien und Herzegowina bedeutet. Was müsste da passieren, dass sich wirklich was ändert? Natürlich, die ukrainische Tragödie und die Aggression gegen die Ukraine ist ebenfalls eine Möglichkeit,
Möglichkeit eigentlich für die europäischen Liberalen, wie auch für die Liberalen auf dem Westbalkan, im Westbalkan, dass sie erneut zeigen, dass sie bestehen, dass es sie gibt, dass sie etwas machen und dass sie wirklich auch ihr eigenes Rückgrat wieder mal wiederfinden. Das heißt, dass sie aus dieser Autopilotphase, in der wir sehr lange waren, dass wir übergehen in eine Phase des aktiven Analysierens, der Übernahme von Verantwortung für die Zukunft. Das gilt sowohl für Europa als auch für den Westbalkan und natürlich auch für uns in Bosnien-Herzegowina. Das heißt, jeder müsste sich eigentlich fragen von all diesen Mitgliedsländern, wo steht das Land ideologisch im Wertekanon, was möchte es in dieser Welt darstellen? Deswegen frustriert uns sehr, und ich kehre jetzt wieder zurück auf die Frage, die ich in der Seminararbeit schon mal beantworten musste, ob der Zweite Weltkrieg wirklich nicht zu verhindern gewesen wäre. Was ist mit dem Dritten Weltkrieg? Kann man ihn verhindern? Welche klaren roten Linien müsste man ziehen? Und wie kann man nicht das Terrain denen überlassen, die alles versuchen, um die Schwäche der progressiven Kräfte in Europa auszunutzen? Das ist nicht nur, da geht es nicht nur um Militär und um Sicherheit und um Strategie, das sind auch politische Dinge, die man beachten muss. Und deswegen wiederhole ich noch einmal meine Frage oder die Frage, was können wir uns erlauben an Widerstand? Wo sind die Grenzen, auch die roten Linien Europas? Wo sind die denn überhaupt oder auch die Grenzen Europas? Ich weiß es inzwischen gar nicht mehr so richtig. Im Sinne von der Frage, ist Ungarn ein Teil Europas? Ist ein Land, welches es verbietet, die Hilfelisterung über sein Territorium verbietet, ist es noch Europa? Oder im Vergleich zu einem anderen Land, welches nicht in der EU ist? In diesem Sinne ist diese Porosität die Zerbrechlichkeit Europas auch ideologisch ist ein Problem. Ich möchte jetzt am Ende auch sagen, dass ich eine große Optimistin bin. Es wäre heuchlerisch hier, es ist heuchlerisch, den Pessimisten zu verbieten. Man darf mit Pessimismus kein Geld verdienen. Das ist paradox. Das heißt, solange ich in der Politik bin, muss man eigentlich ein Optimist sein. Und ich sehe so viele Möglichkeiten und Chancen. Und man muss das einfach nur, das ist meine persönliche Sache natürlich, ich sehe da auch gute Möglichkeiten. Das, was ich mache, was ich versuche, in meinem Mikrokosmos im Kanton Sarajevo versuchen wir etwas auch zu schaffen. Aber wir versuchen einfach ein Pockets of Hope, also Möglichkeiten für eine Modellierung von Bosnien-Herzegowina zu schaffen, um einfach den Mitbürgerinnen und Mitbürgern einen Grund zu geben, dass zum Beispiel an mir selbst kann ich sagen, ich selber bin muslimischer Abstammung, aber ich will selbst auch die Interessen der Kroatinnen und Kroaten vertreten. Die sind für mich, ich kämpfe für die gleichen Rechte aller und genauso wie für die Kroatin, die in Bjelovar sozusagen diskriminiert wird. Das heißt, es geht einfach darum, wir müssen wirklich verstehen, dass wir alle die gleiche Luft atmen. Und als Bürgerinnen und Bürger müssen wir uns fragen, wie sagt man, man muss jeden Morgen fragen, warum mache ich das überhaupt? Warum bin ich aktiv? Und die Frage ist, wie wollen wir Bosnien-Herzegowina gestalten? Und für die Ukraine ist es eigentlich gut, dass sie verstehen, dass sie eigentlich der Grund sind, dass wir uns in Europa neu positionieren müssen. Danke für die Aufmerksamkeit. Sabine ist eine Optimistin. Ich für mich selber kann ich gar nicht mehr sagen, was ich eigentlich bin. Ich erkläre auch, warum. Ich habe geglaubt, als der Angriff auf die Ukraine
begann, dass das eine Möglichkeit ist, eine Chance für Bosnien-Herzegowina, auch für die internationale Gemeinschaft ist und auch für die einheimischen politischen Akteure, dass sie wirklich versuchen herauszukommen aus ihren bisherigen Plänen, Strategien, dass sie nur etwas von internationalen Akteuren erwarten, dass sie aufhören, mit denen zu sprechen, die diese Werte, die wir in der EU haben, nicht teilen. Und es wäre bei uns auch eigentlich illusorisch zu erwarten, dass die Europäische Union, die so viele russische Balkons hat, sozusagen, also im Sinne von russischen Fürsprechern hat, auch in ihren Ländern, dass man noch eine Möglichkeit gibt, eine weitere Möglichkeit gibt, dass man im Parlament, im Haus der Völker, was man da noch eine weitere Möglichkeit gibt, den Russen ein Einfallstor zu gewinnen, zu bekommen in Europa. Das darf nicht passieren. Man muss hier weiterarbeiten an der Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen. Das heißt, aber diese Gelegenheit wurde verpasst. Warum bin ich weniger Optimist als alle anderen? Das will ich Ihnen sagen. Als die anderen Panelisten. Ich bin sicher, dass auf lokaler Ebene, auf dem Niveau der Kantone in Bosnien-Herzegowina, Möglichkeiten für Veränderungen bestehen. Aber auf dem Niveau der Entitäten, des Staates, müssen sie ideologische Berater, müsste es eigentlich zu Veränderungen kommen. Und das sehe ich hier nicht. Es gibt da keine auf dem Niveau der Entitäten oder auf dem gesamtstaatlichen Niveau, der das hier dann realisieren könnte, diese Veränderungen. Absolut. Dieser Schlüsselmoment gibt es einfach nicht. Der Kanton Sarajevo vielleicht, da könnte man sagen, da gibt es mehr, das ist experimentierfreudiger. Gibt es auch verschiedene ideologische Parteien, die nicht ganz so nationalistisch ausgeprägt sind. Es gibt, wie bei Samir und so weiter, andere kleine Initiativen, die nicht nur nationalistisch sind, die etwas tun, die den Menschen zeigen, man kann was tun auf der Gemeindeebene oder auf der lokalen Ebene. Das heißt, die politische Theorie ist nicht nur eine Theorie, es geht um die Ideen, Diplomatie und viele andere Dinge, die es schon seit tausenden Jahren gibt. Aber am Ende nehmen wir die Erfahrung von den zwei großen Koalitionen in Deutschland. Und wenn man das vergleicht mit den Regierungen, die ideologisch ähnlich waren, sieht man, was da hier die Schlüsselgründe sind, warum die ideologische Unterschiedlichkeit in der hohen Politik gar nicht so die große Rolle spielen kann für essentielle Veränderungen. Und das ist in Bosnien genauso. Das heißt, was schon Sabina gesagt hat, ich möchte sehr gern auf staatlichem Niveau mal sehen, welche Koalition es wirklich zu einer Verfassungsänderung schaffen würde, um wirklich die 14 Kriterien, sondern nur ein einziges Kriterium der Europäischen Kommission erfüllen könnte in Bosnien-Herzegowina. Und dann spielen da eine Rolle die Geopolitik und so weiter. Aus der Republika Srpska wird dann gewissermaßen zu einer Schutzwall einer serbischen Identität, oder die HDZ beispielsweise wird dann eben zu einer Art Schutzwall der kroatischen Identität. Dann hat man eine automatisierte Struktur, die man gar nicht klar lokalisieren kann, die so ideologisch unterschiedlich ist und bunt ist, dass ich jetzt nicht sicher bin, wenn wir jetzt alle dazu aufrufen würden, was sie sich selber darunter vorstellen unter einem bürgerlichen, zivilen Staat. Aber was wir brauchen, ist ein Generationenprojekt, eine Rückkehr Bosnien-Herzegowina in die Gehirne, in die Köpfe der Menschen. Wir hatten ja praktisch, dass es gelöscht worden ist aus den Köpfen der Bürgerinnen und Bürger, die selbst in der Identität der Republika Srpska leben oder in den Teilen, wo die HDZ, die kroatische HDZ dominant ist. Das wurden also bestimmte
ganz wesentliche Inhalte praktisch gelöscht, sogenannten auch das kommunistische Erbe auch wurde gelöscht. Und jetzt brauchen wir eine Rückkehr zu dieser Idee. Noch zum Schluss, als Christian Schwarz-Schilling damals als hoher Repräsentant sein Amt antrat, war das Wichtigste, was er bei den Bonn-Rechten umsetzen wollte, waren die Reform des Bildungswesens. Das wurde zurückgewiesen. Also ein Mann, der wirklich die Erfahrung hatte, und man wusste ja, wie lange das hier gedauert hat. Er wusste ganz genau, wo praktisch das Wesentliche liegt. Reformierung des Bildungswesens, ein reformierender quasi Parteisoldaten, solange praktisch dieser Bildungsbereich, der Parteisoldaten, der Bildungsbereich unter deren Fittichen steckt, dann geht das da nicht voran. Das ist also das, diese staatlichen Selbstmordterroristen gewissermaßen, die selber dieses System stützen. Samir, Optimist oder Pessimist? Nee, ich würde sagen Realist, also Optimist mit Erfahrung. Und ich würde sagen, Herr Professor Turcello hat das jetzt ausgezeichnet so beschrieben. Also was geschieht mit den jungen Leuten, die nicht nur in diese zwei Schulen unter einem Dach gehen, sondern generell bosnische Bildungssystem ist wirklich im Keller. Also, und ich spreche hier nicht nur über diesen Segregationsschulen und so weiter. Aber vor allem die Jugendlichen, die in zwei Schulen unter einem Dach oder in Dodik-Schulen in Republika Srpska gehen, die sind also 8 Jahre lang oder beziehungsweise 12 Jahre lang also wirklich brainwashed. Und am Ende sind sie tatsächlich Wähler von Dodik, Čović, Izetbegović oder irgendwelche dritte oder vierte nationalistische Partei. Aber auch die Ergänzung von Frau Čudić war mir super interessant, weil sie gefragt hat, also was sind die Grenzen Europas? Ich werde gar keine Antwort geben, aber ich habe mich dasselbe Frage gefragt, als ich zum Beispiel in den letzten 2 Monaten, Monat und anderthalb, ausländische, nicht deutsche, sondern amerikanische, UK Journalisten gelesen, geguckt, auch einen britischen Minister, die immer wieder sagten und betonten, dass der Krieg in Ukraine, ich zitiere, der erste Krieg in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg ist. Und das hat mir gesagt, was die unter Europa denken oder benennen. Und die wahrscheinlich haben vergessen über den Konflikt in Tschetschenien, Zypern, Bosnien, Kosovo, Kroatien. Aber immer wieder, und das war nicht ein Fall, das war so Berichte und Berichte. Krieg in Ukraine, der erste Krieg in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Und das sind wirklich die Grenze Europas im Köpfen von, auch irgendein Ministern in der UK. Und ich würde sagen, wenn wir über Ukraine sprechen, da habe ich zwei Sachen bemerkt. Also erstens, dass die EU ziemlich lange Zeit brauchte, um zu reagieren. Und die zweite, dass die haben reagiert, und dann frage ich mich, wieso hat nicht die Europa reagiert in 1992? Das ist die Frage. Und die haben reagiert in so einer Weise, auch die Amerikaner, in so einer Weise, dass wir diesen, Waffenembargo vor 3,5 Jahren, würde ich sagen, unter dem leiden. Und das ist auch die Hypocrisy zwischen den Westen. Und ich würde sagen auch, dass die EU und die Amerikaner heute diese Interessen in Ukraine haben, das ist nur teilweise values-based. Weil diese Values können wir nicht erkennen in Jemen, in Palästina, in Südkongo oder irgendwo, wo wir Krieg haben. Also das hängt auch davon ab, welche Interessen wir haben. Und jemand hat heute gesagt, als wir theoretischerweise, wenn wir morgen einen Krieg in Bosnien geben, habe ich gar keine Hoffnung, dass die EU nicht mal ein Zehntel von der Reaktion, die wir in der Ukraine haben. Wir würden das gar nicht sehen. Deswegen müssen wir auf jeden Fall, also irgendeinen Konflikt, es muss nicht Krieg sein, in Bosnien vermeiden. Und der Konflikt meine ich, wenn irgendein
betrunkener Blödmann in Visegrad oder in Zvornik, wo die Returnees sind, irgendjemanden erschießt. Das ist eine Tragödie. Wir müssen nicht so 100.000 Leute noch mehr haben, die Flüchtlinge sind, die getötet sind. Ein Mensch, ein menschliches Leben ist eine Tragödie. Und ich würde mit dem am Ende kommen mit einer Petition, die wir schon seit 2 Wochen lang gemacht haben. Fast 100 Leute haben es unterschrieben. Heute oder morgen wird es veröffentlicht sein. Und es bezieht sich auf die Implikationen von der Krieg in der Ukraine auf Westbalkanstaaten. Und das ist wirklich ein Notruf auf die Beamten, Officials in die EU, in den USA. Und der offene Brief wurde unterzeichnet von Officials in der EU, in Westbalkanstaaten, auch in Nordamerika. Aber vor allem, wir als Bürger und Bürgerinnen Bosnien-Herzegowinas müssen davon ausgehen, dass wir gar keinen Krieg oder gar keinen Konflikt in Bosnien-Herzegowina sehen wollen. Und das würde noch zu einer größeren Auswanderung von jungen und nicht so jungen Bosniern aus Bosnien-Herzegowina verursachen. Danke. Frau Maleševic, was bedeutet der Angriff auf die Ukraine als Zeitenwende oder als Möglichkeit? Es ist sehr schwierig, über so eine menschliche Tragödie als eine Art Gelegenheit zu sprechen oder Möglichkeit. Aber definitiv das, was bei uns passiert ist, hat doch eine ziemlich starke Aufteilung auch in der Entität, in unserer Entität geführt. Also die frei denkenden Bürgerinnen und Bürger, von denen wir irgendwie Perspektiven auch erwarten für Bosnien-Herzegowina, die hatten einfach auch ein bisschen Angst, ihre Position deutlich zu machen im Zusammenhang mit diesem Angriff auf die Ukraine. Das heißt, ein Großteil ist immer noch ziemlich russophil eingestellt und die regierenden Teil der Gesellschaft unterstützen sie ja. Also ich kann nur sagen als Bürgerin, dass ja, sicher alles, was schlimm ist, wird nur zu Schlimmerem führen und wird bestimmt nichts Gutes mit sich bringen. Leider. Vielleicht möchte ich in Fortsetzung dessen, was der Herr hier gestellt hat, im Zusammenhang mit dieser Zeitenwende, vielleicht bin ich da Pessimistin und auch Optimistin in einem, was das angeht. Ich glaube, diese Zeitenwende kann nur mit neuen Leuten in Bosnien zum Tragen kommen, keineswegs mit dieser bestehenden Machtstruktur. Ich bin Optimistin, wenn ich diese Leute hier alle sehe, hier, die ich bisher wirklich noch nicht die Gelegenheit hatte, kennenzulernen. Und das ist vielleicht auch wiederum auch vielleicht die Schuld unserer Medien, die auch sehr in den Händen sind, dass wir nicht die Möglichkeit haben, nicht mal die Meinung unserer Oppositionellen zu hören. Wir konnten nicht mal, außer mal einige bescheidene Berichterstattung, gab es eigentlich überhaupt keine so Berichterstattung über diese pro-europäischen Bestrebungen unserer Opposition. Also das haben wir nicht mal hören können. Das heißt, in diesem Sinne bin ich vielleicht eher Pessimistin. Aber was Herr Tuchalo eben vorhin gesagt hat, bis es nicht zu Reformen kommen, also richtigen Reformen in Bildungswesen in Bosnien-Herzegowina, werden wir wahrscheinlich keine richtigen Fortschritte erwarten können. Das sage ich, weil ich auch eine Mutter bin von 2 Mädchen, die in die Grundschule gehen. Ja, 1,5 Jahre hatten wir die Situation mittlerweile, dass wir Lehrerinnen unterstützt haben in der Grundschule, die öffentlich sich bekannt haben, dass sie gequält worden sind vom Direktor der Schule, der ihnen gesagt hat, dass sie ihnen also längere Verträge und so weiter oder geben werden, nur wenn sie gewillt sind, einer politischen Partei einer gewissen beizutreten. Nicht mal der Dodik-Partei, sondern vielleicht sogar noch einer schlimmeren Partei sollten sie also beitreten, um dann entfristet zu werden. Und nur so können sie also sozusagen zu solchen Verträgen kommen. Sie haben sich geäußert, offen in den Medien darüber.
über diesen Versuch. Ich schäme mich richtig dafür, dass da nur vielleicht 50 Leute, Eltern zugekommen sind zu diesen Protesten. Ich habe selber an die 100 verschiedenen Institutionen mich gewandt, an das Ministerium, an Inspektionen, den Ombudsmann. Wir haben uns an alle gewandt und das einzig Positive, was geblieben ist, ist, dass wir praktisch eine Dokumentation schriftlich zusammengestellt haben, dass wir wieder versuchen wollen, diese Frage gerichtlich zu klären. Bisher hatten wir da überhaupt keine positiven Signale gehört von dieser Seite, denn hier ist ein dritter Richter jetzt ernannt worden, der erste wurde verhaftet, der zweite wollte nicht und so weiter. Also es geht um einen arbeitsrechtlichen Prozess, der sich über anderthalb Jahre zieht. Das heißt, diese Lehrerinnen werden da vielleicht nicht mal in zwei Jahren, nachdem sie diesen Fall sich an ein Gericht gewendet haben, Recht bekommen. Das heißt, unser Land ist praktisch in dieser Korruption festgefahren. Aber ich hoffe dennoch irgendwie, ich bin Optimistin, sonst wäre ich wahrscheinlich heute nicht hier. Ich hoffe doch darauf, dass der Kampf uns alle natürlich mit entsprechender Unterstützung seitens der Europäischen Union doch etwas bringen wird. Ich glaube, viele von uns hoffen und erwarten auch, dass die Europäische Union etwas beherzter da vorgeht. Es ist sehr zu bedauern, was hier auch der Professor hier gesagt hat, dass wir wollen nicht, dass weiterhin also der hohe Repräsentant als blockierte Institution hier ist, sondern dass sie natürlich die Probleme angehen in Bosnien-Herzegowina. Das war auch ein großartiges Schlusswort, dass wir wirklich alle uns weiter engagieren wollen und auch müssen. Und ich hoffe, dass wir uns in 5 Jahren hier wiedersehen und positivere Geschichten erzählen können. Ich danke Ihnen allen, die Sie hier auf dem Panel saßen, aber auch die Sie ins Panel reinkamen, in diesen Fishbowl und mitdiskutiert haben oder auch mitgehört haben. Und ich lade jetzt alle, die hier sind, es gibt ein Abendessen, Abendimbiss, es gibt die Ausstellung Wake Up Europe, die sich unbedingt anzuschauen lohnt. Und um 19.30 Uhr gibt es einen Film, Was haben wir gelacht, der leider auch wieder sehr an Aktualität gewonnen hat.